Schönen guten Nachmittag. Wir haben jetzt die große Herausforderung, das im wahrsten Sinne Suppenloch zu überbrücken, nachdem es die Suppe gab. Ich hoffe aber, weil es ein Thema ist, was uns alle betrifft, wo wir vermeintlich uns gut auskennen, dass wir doch einige Aspekte finden und auch in der Diskussion noch einige Herausforderungen diskutieren werden und noch neue Erkenntnisse zum Thema nachhaltiger Konsum durch Digitalisierung oder mit Digitalisierung erarbeiten werden. Ich würde gerne einleiten mit meinem Kollegen Karl-Otto Gentsch. Herr Gentsch ist seit mehr als 30 Jahren am Öko-Institut, ist Leiter des Bereichs Produkt- und Stoffströme und hat in vielen seiner Arbeiten zunächst die ökologische Bewertung von Produkten vorangetrieben, hat Begleitung von Technologieentwicklungen mit initiiert auf dem Weg zur Nachhaltigkeit. Einige von Ihnen mögen den Green TV kennen, der vielleicht heute schon ganz alltäglich ist, zu damaliger Zeit noch nicht. Und jetzt mittlerweile sich mit den industriellen und gesellschaftlichen Veränderungsprozessen befasst. Das heißt, wie kann man nicht nur Produkte und Technologien nachhaltiger machen, sondern ganze Branchen und Sektoren dazu bewegen, nachhaltiger zu agieren, zum Beispiel die Chemiebranche. Und auch die Frage, was passiert bei einem gesellschaftlichen Wandel, wie er im Moment gerade durch die Digitalisierung stattfindet. Und wo muss man eigentlich ansetzen, um auch dieses Thema und die gesellschaftlichen Veränderungen, die gerade um uns herum und mit uns passieren, in Richtung Nachhaltigkeit zu bewegen? Vielen Dank für die schöne Einführung, Katrin. Wir haben ja schon die halbe Tagung miterlebt und ich habe gesehen, dass in allen bisherigen Slots eigentlich das Publikum gar nicht mehr so richtig dran kam, weil die Vorträge alle ein bisschen länger waren als geplant. Ich habe da auch sozusagen situativ reagiert und drei Folien in der Mittagspause schon mal wieder rausgehauen. Wieso beschäftigen wir uns mit Digitalisierung und welches Problemverständnis haben wir dazu? Und da nochmal ganz klar, für uns ist Digitalisierung ein Transformationsprozess, der sich eben durch eine umfassende Nutzung digitaler Geräte, aber auch von Daten in allen Lebens- und Arbeitsbereichen auszeichnet. Merklich ist auch diese globale Vernetzung von verteilten Geräten und Nutzen auf der einen Seite, die eben aber auch neue Produktions- und Konsummodelle ermöglichen. Verbunden, das haben wir auch in diesem Green IT-Blog ja heute schon, die da waren, gehört ein unglaublich starkes Wachstum von Datenmengen und der Datenübertragung, also alle zwei Jahre Verdoppelung des Datenvolumens, eine Auslagerung dieser Datenverarbeitung von Einzelgeräten in zentrale Rechenzentren, Cloud Computing, Cloud Storage sind da die Stichpunkte, aber eben auch Daten mit einer ganz anderen Bedeutung, nämlich Daten als Produktionsfaktor und Bestandteil eben auch von Dienstleistungen und Endprodukten. Das ist alles notwendig, um sozusagen, wenn man das Thema Digitalisierung und Konsum angeht, muss man das immer im Hinterkopf halten, dass es sozusagen weit mehr ist als nur One Click Away und E-Commerce und die Bestellung bei Amazon. Wurde heute Morgen auch schon angedeutet in der in den Grußworten unseres Geschäftsführers, dass, wenn man sich damit beschäftigt, man verschiedene Effektebenen untersuchen muss, also eben die direkten Effekte, die eben mit IKT-Infrastruktur und Endgeräten zusammenhängen, aber auch eben die sozusagen die Erwartungen an die Versprechungen auch der Digitalisierung, nämlich positive, aber möglicherweise eben auch negative Auswirkungen von digitalen Geschäftsmodellen, die auf der einen Seite eben Einsparungen, Effizienz versprechen, aber auf der anderen Seite auch wiederum zusätzliche Aufwendungen mit sich bringen können. Und dann eben dieser ganz schwierig zu fassende Bereich, wo jeder weiß, ja, da findet was statt, aber wie bringe ich das überhaupt in Modelle rein, nämlich Änderungen bei Leitbilder, Werten, geänderte Wohn- und Arbeitsverhältnisse, also diese systemischen Effekte oder Effekte dritter Ordnung.
Und wir haben eben in einem eigenfinanzierten Projekt versucht, an verschiedenen Themen mal hier diese Wirkungen aufzuspannen. Und wenn ich von diesen verschiedenen Effektebenen rede, ist es ja nicht nur sozusagen eine akademische Anstrengung zu gucken, das, was passiert, was ausgelöst wird, diesen verschiedenen Effektebenen zuzuordnen. Das hat auch eine andere Bewandtnis, weil wenn ich was sozusagen steuern will, dann muss ich immer wissen, an welcher Ebene ich eigentlich ansetzen will. Darum ist sozusagen dieser Blick auf die Effektebenen schon mehr als nur sozusagen eine akademische Spielübung, sondern direkt sozusagen eine Notwendigkeit, um auch den immer wieder jetzt geforderten politischen Gestaltungsbedarf bezogen auf die Digitalisierung auch ernst zu nehmen und wahrnehmen zu können. Wenn man sich mit dem Thema Konsum beschäftigt, ist es, glaube ich, schon nochmal wichtig zu sehen, was sich da eigentlich in den letzten Jahren getan hat und wie stark eigentlich ein einzelnes Unternehmen eine Marktmacht ausübt. Und diese Marktmacht von Amazon, die geht ja weit darüber hinaus, dass es sozusagen nur ein Anbieter ist von Dienstleistungen und Waren, sondern es ist eben auch ein Medienanbieter. Es ist sozusagen auch ein Anbieter, alle Wünsche im Haushalt per Spracherkennung inzwischen jetzt zu registrieren. Also es geht auch weit darüber hinaus, sozusagen nur Waren zu bestellen. Und Sie haben es ja auch mitgekriegt über diese Web-Services und auch Amazon als Plattformbetreiber haben wir auch jetzt nochmal einen verstärkten Konzentrationsprozess, weil vorher sozusagen verantwortliche E-Commerce-Händler jetzt sozusagen über diese Amazon-Plattform ja auch wieder über das Hosting auf der Amazon-Plattform dieser Konzentrationsprozess ja eigentlich weiter angetrieben wird. Hier sehen Sie auch nochmal allein bei Cloud-Anbietern, wie groß inzwischen ein einzelner Anbieter, also wie mächtig dieser einzelne Anbieter geworden ist und auch für andere industrielle Größen, wie zum Beispiel VW, aber auch zum Beispiel für die Bundespolizei, dass es da sozusagen eine Marktmacht gibt, wo andere gar nicht mehr um dieses Unternehmen herumkommen, offenbar. Und es zeigt also schon nochmal, wie wichtig das ist, auch diese Änderungen in unseren wirtschaftlichen Strukturen bei dem Thema Produktion und Konsum mitzudenken. Wenn man sich nochmal guckt, was sind eigentlich die Einflussfaktoren mit Blick auf die Frage, wird jetzt der nachhaltige digitale Konsum, ist er nachhaltig oder nicht im Vergleich zu einem Status quo, kann man sich zum einen natürlich die Frage stellen, wenn sich an den Produkten nichts ändert, was ändert sich an der Art, wie kommen die Produkte zu uns, also von der Bestellung zu uns nach Hause. Dann stellt sich natürlich auch die Frage, werden mehr oder weniger Produkte konsumiert? Ändert sich daran was? Oder sind es auch andere, möglicherweise nachhaltigere Produkte und werden nachhaltige Produkte auch anders genutzt? Also wo wir bei dem Thema Sharing, Nutzen statt Besitzen, aber auch Dematerialisierung, eine der großen Versprechungen der Digitalisierung sind, aber auch bei dem Thema neue digitale Dienstleistungen. Und ich möchte jetzt aus den Ergebnissen, die wir vor kurzem auch veröffentlicht haben, nur mal zwei Dinge herauspicken, um nochmal diese Spannbreiten aufzuzeigen, mit denen wir es hier zu tun haben. Wir haben zum einen natürlich, man kommt da dann eigentlich dann doch nicht wieder weg von dem Thema E-Commerce, wo auch unsere eigenen Kollegen im Hause erstmal ausgerechnet haben, naja, wenn ich statt stationären Läden, die ich beheizen muss, wo ich sozusagen die Waren präsentieren muss, das sozusagen in den heimischen Computer verlege und gleichzeitig die Logistik, die Auslieferung der Waren über Lieferdienste effizienter machen kann, dann, und wenn man sozusagen das, die ganze Kette abbildet, habe ich tatsächlich im einfachsten Fall eine nicht unerhebliche Reduktion der Auslieferung von Waren. Also da kann man sagen, E-Commerce wäre deutlich klimafreundlicher als der traditionelle Einkauf in Läden. Die Zahlen waren in unserem eigenen Haus nicht unumstritten. Wir haben da auch einige Diskussionen geführt, weil wir natürlich gleichzeitig auch trotzdem ein Verkehrsaufkommen, ein verstärktes Verkehrsaufkommen durch Lieferdienste in den Innenstädten haben, weil wir natürlich auch das bekannte Problem haben der Arbeitsbedingungen in Versandzentren und bei Lieferdiensten. Und, das finde ich auch nochmal ganz interessant, es gibt ja, je mehr
auch Produkte, die vor 10 Jahren im Onlinehandel auch überhaupt keine Rolle gespielt haben, wie Lebensmittel. Je mehr man sozusagen die Produktvielfalt erweitert, umso mehr kommen wir jetzt auch in den letzten Jahren im Bereich des sogenannten Instant Deliveries, also jetzt geklickt, in einer halben Stunde geliefert. Und der wesentliche Faktor, warum, oder einer der wesentlichen Faktoren, warum Onlinehandel klimafreundlicher ist oder war, als stationärer Handel, nämlich die Bündelung von Transporten, die geht natürlich verloren, je mehr man in Richtung Instant Delivery geht, weil man eben nicht mehr eine schöne Anzahl von Waren gleichzeitig auf die Wegstrecke bringen kann. Und nochmal neues Geschäftsmodell, die hybriden Geschäftsmodelle. Wenn Sie heute bei Saturn oder bei Mediamarkt oder anderen Elektronikhändlern Waren bestellen, kriegen Sie sogar noch Geld raus, wenn Sie es online bestellen, aber im Laden abholen. Das heißt, das Bild, das wir hier haben, dass nämlich sozusagen der Onlinehandel den stationären Ladenhandel ablösen würde, das wird wahrscheinlich gar nicht so stattfinden. Das heißt, wir reden nicht nur über einen Übergangszeitraum, wo halt noch die Ladengeschäfte notwendig sind für diejenigen, die analog bleiben wollen. Das wird wahrscheinlich nicht die Zukunft sein, sondern die Zukunft werden tatsächlich eher diese hybriden Modelle sein. Und das ist hier wiederum eine interessante Entwicklung, die wir allenthalben eigentlich bei der Digitalisierung sehen. Wir haben eigentlich nicht eine Substitution von nicht effizienteren Produktions- und Konsumweisen, sondern wir haben häufig eben eine Zusätzlichkeit. Also zu den bestehenden Infrastrukturen, zu den bestehenden Systemen kommt noch was hinzu. Das heißt, diese Effizienzgewinne, die man sich theoretisch überlegen kann und die auch gepriesen werden durch die Digitalisierung, die werden, wenn man die reale Lebens- und Arbeitssituation anguckt, die werden seltenst so eingelöst, wie sie versprochen werden. Ein ganz trauriges Kapitel ist natürlich auch der Umgang mit Retouren. Da bin ich dann immer wieder gefragt worden. Also Sie haben ja sicherlich mitgekriegt von nicht nur, dass eben Retouren zu zusätzlichen Transportaufwendungen führen, sondern dass Retouren auch vernichtet werden. Da wurde ich dann gefragt, ja, ist es vielleicht ein Nischenphänomen? Also Abschätzungen gehen dahin, dass ungefähr 4% der Waren vernichtet werden, der rücklaufenden Waren. Aber dass es nicht nur ein Nischenphänomen ist, zeigt sich schon allein daran, dass Amazon Marketplace, also der Plattformbetreiber für E-Commerce-Händler, auch als sozusagen Auswahloption für Händler, auch die Destroy-Funktion zum Anklicken anbietet, um sozusagen Online-Händler es einfacher zu machen, rücklaufende Waren loszuwerden. Das heißt, wir haben hier mit Sicherheit nicht nur ein Nischenphänomen und das zeigt auch nochmal, dass die Umweltvorteile, die sich theoretisch durch die Digitalisierung hier ergeben könnten, in der realen Welt wohl nicht so da sein werden. Zweites Beispiel, Ressourceneinsparung durch Dematerialisierung. Das ist eben auch so, wenn man mal guckt, diese schönen Smartphones haben natürlich auch ein Innenleben. Und wir haben am Beispiel vom digitalen Lesen mal geschaut, wann wäre denn eigentlich der Break-Even-Punkt, wenn ich ein gedrucktes Buch durch E-Book-Reader ersetze und da müssten Sie also schon ungefähr 60 Bücher pro Jahr lesen und das ist, glaube ich, unter uns kaum jemand, der das heute noch schafft, um sozusagen, wenn dieses gedruckte Buch zweimal gelesen wird, um sozusagen den Punkt zu erreichen, ab dem sich die Anschaffung aus ökologischer Sicht eines E-Book-Readers lohnt. Dieser Break-Even-Punkt ist immer ein bisschen schwierig, weil man natürlich dann auch gucken muss, was wird denn gelesen? Lese ich jetzt nur Bücher oder habe ich zum Beispiel ein Tablet, das ich auch für andere Dinge nutze und lese ich da auch gleich noch Zeitschriften und Zeitungen drauf, wo ich ja eine Riesenmenge auch an Werbebeilagen habe und eine riesige Menge an Artikeln, die ich gar nicht in der Lage bin zu lesen, weil also viel mehr gedruckt wird, als gelesen wird. Das ist ja beim Buch anders. Da dreht sich dann das Verhältnis wieder um. Aber auch wieder, Stichpunkt Ökodesign, dadurch, dass ich heute kaum noch wie früher einen E-Book-Reader habe, wo ich nur Download-to-Own mache, sondern das jetzige Geschäftsmodell sind auch wieder Streaming-Dienste, verschlechtert sich wiederum die Umweltbilanz. Dieses E-Book-Readers, was im Prinzip eigentlich ein sehr gutes Beispiel gewesen wäre oder sein könnte für ein Buch, für ein Produkt, wo ich Konsum durch Dematerialisierung realisieren kann. So, unser Fazit ist deswegen, ich habe jetzt einige Punkte übersprochen, weil mir ist die Diskussion hier auch wichtig und auch die Beispiele, die wir jetzt gleich noch von Unternehmen bekommen.
Zum einen muss man klar feststellen, Digitalisierung des Konsums lässt sich momentan erst ansatzweise unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten bewerten. Es gibt nur wenige nachvollziehbare und umfassende Untersuchungen und weil sich eben diese digitalen Geschäftsmodelle laufend ändern, ändert sich auch immer die ökologische Performance in der Bewertung. So wie wir es jetzt erkennen können, ist diese Veränderung der Digitalisierung im Bereich des privaten Konsums bestenfalls neutral mit Blick auf die Nachhaltigkeit, auf Ressourcenbeanspruchung und Umweltbelastung. Die möglichen Potenziale, die andererseits die Digitalisierung zur Erreichung nachhaltigerer Konsummuster wie Modelle der Sharing-Ökonomie, produktersetzende digitale Dienstleistungen werden bislang noch nicht gehoben oder nicht im Mainstream gehoben. Und da, wo sie gehoben werden, also wie bei dem Fahrdienst Uber oder bei Airbnb, führen sie eigentlich eher zu neuen sozial-ökologischen Problemlagen, ohne dass die bestehende Übernutzung von Ressourcen eigentlich verringert wird. Also eher ein ernüchterndes Fazit. Drum war es uns hier jetzt auch wichtig, also wir haben, da möchte ich jetzt auch nicht im Einzelnen drauf eingehen, in unserem Papier durchaus einige übergreifende Handlungsoptionen daraus abgeleitet, aber wir haben eben auch gesehen, dass es jetzt vor allem darauf ankommt, nicht nur sozusagen beim Feststellen der noch nicht so sehr befriedigenden Situation stehen zu bleiben, sondern dass es uns ganz wichtig ist, auch vielmehr in diesem Bereich die Enabling-Effekte der Digitalisierung nutzbar zu machen, Best-Practice-Beispiele zu verbreiten. Und da freue ich mich in diesem Sinne sehr auf meine drei Nachredner, weil wir da für alle drei, denke ich, schon einige Ansatzpunkte gleich sehen werden. Vielen Dank. Genau, bevor ich diese drei spannenden Beispiele gleich zulasse und bevor Sie wegdriften, möchte ich Ihnen die Gelegenheit geben, gibt es denn direkt an Herrn Gentsch schon Fragen, die sich aus seinem Vortrag ergeben haben? Zum Glück, Sie sind noch nicht weggedriftet. Ich weiß gar nicht, ob wir einen Mikrosupport haben. Ich gebe mal meins gerade so lange. Ja, ich bin Ulrike Schell, ich bin im Vorstand vom Öko-Institut und in meinem sonstigen Leben arbeite ich bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, deshalb liegen mir die Konsumthemen nah. Erstmal vielen Dank für die Übersicht, die auch, finde ich, gut anknüpft an das, was wir heute Vormittag schon gehört haben. Ich frage mich aber auch seit heute Vormittag und auch bis jetzt, ob wir überhaupt mit Forschung an einen Punkt kommen kann, wo man einfache Antworten geben kann. Weil das so multidimensional alles ist, dass ich mich frage, wo sind, wenn ich jetzt an die Nutzerinnen und Nutzer oder Konsumentinnen und Konsumenten denke, einfache Antworten geben kann. Im Prinzip, also ja und nein. Ja, weil es trotz aller Komplexität, und das haben wir heute zum Beispiel auch in dem Green IT-Teil gesehen, auch einfache Lösungsvorschläge oder Handlungsmöglichkeiten gibt. Also zum Beispiel statt Streaming, wo es immer geht, Download. Ich sage jetzt theoretisch, weil praktisch, wieder Buchbeispiel, wer sich von den beiden marktführenden Anbietern einen E-Book-Reader kauft, der wird sehen, die Grundeinstellung ist nicht Download, sondern die Grundeinstellung ist Streaming. Das kann ich natürlich ändern, aber mit jedem Software-Update, der mir alle zwei Wochen angeboten wird, wird praktisch wieder ein Reset gemacht auf Streaming. Also insofern, also wenn man sich sozusagen das theoretische Potenzial anguckt, ja. Wenn man sich das real Umsetzbare unter lebenswirklichen Umständen, wie das sozialwissenschaftlich immer so schön genannt wird, betrachtet, dann wahrscheinlich nein. Aber das hängt natürlich auch davon ab, wie solche digitalen Geschäftsmodelle wie Softwareprodukte und wie digitale Endgeräte designt sind. Und ich glaube, da muss Ökodesign ansetzen. Gibt es noch eine weitere Frage jetzt direkt an Herrn Gentsch? Alle noch im Nachtischkoma. Gut, vielen Dank, Cotto. Dann freue ich mich jetzt als nächsten Beitrag wirklich die unternehmerische Praxis einleiten zu dürfen. Jens Behnke arbeitet bei Flozert, ist Politikwissenschaftler, seit 2015 bei Flozert in der Abteilung Research and Development und dort Senior IT Business Analyst, wie das so schön neudeutsch heißt.
Was Sie dort machen, erzählen Sie uns gleich dann noch im Detail. Was ich mitbekommen habe, ist, dass Sie die Entwicklung der Online-Plattform Fairtrace steuern. Das ist eine Plattform, die Fairtrade-zertifizierten Unternehmen dabei hilft, die Informationen, die in der Lieferkette gesammelt werden oder bereitgestellt werden müssen, besser miteinander zu vernetzen und diese Informationen auch sinnvoll zu nutzen. Ich freue mich auf Ihren Vortrag. Genau, ich spreche über im weitesten Sinne Digitalisierung in der Fairtrade-Zertifizierung. Ich gebe zum Anfang ganz kurz einen Überblick über Fairtrade und Flowcert, habe dann als Beispiel die globale Textilwertschöpfungskette rausgegriffen. Das lässt sich aber durchaus auch auf andere Fairtrade-Felder, Kaffee, Bananen, was auch immer, übertragen. Stelle dann nach diesem Beispiel unsere digitale Plattform Fairtrace etwas vor, was wir damit machen, und gebe dann noch so ein bisschen einen Überblick die Möglichkeiten und Herausforderungen der Digitalisierung, die wir in unserem Feld sehen. Ganz kurz, wir hatten jetzt ganz viel die Frage, wie konsumiert wird und was dann die Nachhaltigkeitsauswirkungen der dieses Konsums sind. Und es gibt aber natürlich auch die Frage, was konsumiert wird. Und da ist Fairtrade als Konsumalternative für nachhaltigen Konsum sicherlich eine Möglichkeit. Fairtrade deckt die wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Bedingungen der Nachhaltigkeit über die Standards ab und führt dadurch zu besseren Lebensbedingungen für die Produzenten. Die Rolle von Flowcert jetzt, um das als uns als Unternehmen vorzustellen, ist, wir sind die unabhängige Zertifizierungsorganisation von Fairtrade. Das heißt, wir stellen sicher, dass diese Standards, die für Fairtrade gesetzt sind, auch tatsächlich eingehalten werden. Das machen wir durch regelmäßige Überprüfungen mit über 100 Mitarbeitern an 6 Standorten weltweit, wo wir halt die ganze Welt der Fairtrade-Produktion abdecken, und unser Zertifizierungssystem erfüllt als erstes ethisches Zertifizierungssystem die Qualitätsstandards der Norm ISO 1765, das ist eine Qualitätsnorm für Fairtrade-Systeme, für Zertifizierungssysteme, genau. Um zum Beispiel der Baumwolle zu kommen, die für in der Textilwertschöpfungskette am Anfang steht, als ein Beispielprodukt, was als Fairtrade verfügbar ist. Baumwolle wird in weltweit über 100 Ländern angebaut, allerdings ist Indien mit 5,77 Millionen Tonnen für ungefähr ein Viertel der weltweit hergestellten Baumwolle verantwortlich. Und von diesen 5,77 Millionen Tonnen wurden 2017 ca. 7.000 Tonnen zu fairen Bedingungen gehandelt. Es ist also durchaus noch Raum für Wachstum für Fairtrade im Baumwollbereich. Das ist der Anfang der Baumwolllieferkette. Die Baumwolllieferkette ist komplex. Nachdem sie geerntet wird, durchläuft sie einen vielstufigen Prozess, der global verteilt ist. Und der Anspruch von Fairtrade ist prinzipiell, diese ganze Lieferkette abzudecken. Mit einem Fokus auf den Produzenten am Anfang der Lieferkette. In der öffentlichen Diskussion hört das oft bei den Näherinnen auf. Also das ist das, was sehr sichtbar ist in der Diskussion, die Bedingungen der Näherinnen. Davor steht aber auch noch eine ganze Kette, die jeweils mit ihren eigenen Herausforderungen und Problemen für die Nachhaltigkeit konfrontiert ist. Und Fairtrade hat halt so als Standard in ganz allgemein im Bereich Kaffee, im Bereich Baumwolle und auch bei anderen Produkten speziell den Fokus auf die Produzenten, die am Anfang dieser Wertschöpfungsketten stehen. Um jetzt die Situation für Fairtrade-Baumwollproduzenten zu verbessern, gibt es neue Möglichkeiten mit dem Fairtrade-Baumwollprogramm, bei dem sich Unternehmen verpflichten, Fairtrade-Baumwolle in ihrer Lieferkette zu verwenden. Und Flowcerts Aufgabe ist dann, diese Baumwolle, also den Bezug dieser Baumwolle von der zertifizierten Kooperative bis zum Endprodukt, also bis zur Marke, wo ja all diese komplexen Schritte dazwischen sind, sicherzustellen. Also wenn ich ein Produkt mit dem Fairtrade-Label
am Ende im Markt habe, sozusagen ein T-Shirt, dann wird durch Flowsuit sichergestellt, dass halt entlang dieser ganzen Kette dann tatsächlich am Anfang ein Einkauf der Baumwolle zu fairen Bedingungen von den Fairtrade-Produzenten stattgefunden hat. Und da kommen wir auch schon zum Bereich der Digitalisierung, weil wie wir das machen, wird digital unterstützt. Und zwar durch unsere Plattform Fairtrace. Jetzt. Da läuft es schon. Trust. It's good for business. It supports communities. And it helps us work together. And now, with Fairtrace, trust is established in your supply chain. Fairtrace is an online tool that allows you to easily collaborate with your Fairtrade trade partners. With virtual handshakes, you verify your partner's information and create transparency, the basis for trust. Trust that the right price and premium have been paid. Trust that information can be entered and updated easily. Trust that the right partners can be found. This trust and collaboration create assurance throughout the whole supply chain and all over the global fair trade network. Build trust into your supply chain with Fairtrace. Genau, das war eine ganz kurze Einführung in. Ja, wir können es gerne nachher nochmal gucken, wenn es jemand nochmal sehen will. Aber jetzt mache ich erstmal weiter. Genau, eine ganz kurze Einführung in unsere Plattform Fairtrace. Also, es ist eine digitale Plattform, wo wir halt die gesamten Fairtrade-Lieferketten miteinander verknüpfen. All diese Akteure, wir decken damit ungefähr 5.500 Produzentenorganisationen und Handelsorganisationen weltweit ab, die darüber in Kollaboration treten, Informationen austauschen und gegenseitig überprüfen. Und aktuell haben wir ungefähr 280.000 Fairtrade-Transaktionen zwischen diesen verschiedenen Unternehmen erfasst, über sämtliche Produktkategorien, also von Kaffee, Bananen, Baumwolle, Tee, Zucker, was es halt alles als Fairtrade gibt. Und genau, das kommt jetzt, Moment. Wenn wir jetzt diese digitale Plattform haben, dann möchte ich ein bisschen zu der Fragestellung kommen, wie garantieren wir die Glaubwürdigkeit von Fairtrade? Und ganz klassisch ist das Modell, was auch immer noch stimmt, die Auditierung vor Ort durch Flowcert als unabhängigen Zertifizierer, also wirklich Auditoren besuchen in bestimmten Zeitabständen die verschiedenen zertifizierten Unternehmen, Produzenten wie auch Händler vor Ort und prüfen halt einfach vor Ort, dass die Fairtrade-Standards eingehalten werden. Allerdings jetzt durch diese neue Plattform haben wir auch zusätzlich die Sache, dass Informationen auf dieser Plattform zwischen den beteiligten Partnern geteilt werden und gegenseitig geprüft werden. Wir schaffen also ein gemeinsames Verständnis oder Wahrheit zwischen diesen beiden Partnern, die diese Partner durch einen, was wir den virtuellen Handschlag sozusagen nennen, bestätigen. Also dadurch können wir diese ganzen Informationen oder die Glaubwürdigkeit dieser erfassten Informationen sicherstellen, auch ohne, dass jedes Mal jemand vor Ort prüfen muss, einfach weil diese Partner sich untereinander gegenseitig prüfen. Und als dritten Schritt ermöglicht das für die Sicherstellung der Glaubwürdigkeit auch die Form der virtuellen Audits. Das heißt, man muss nicht immer vor Ort sein, sondern kann viele Sachen wie Finanztransaktionen und auch immer auch prüfen, indem man halt diese Daten, die gesammelt werden, halt einfach überwacht, prüft, kontrolliert und dann, wenn sich da Unstimmigkeiten zeigen oder so, dann durch entsprechende Maßnahmen, dann weitere Prüfungsmaßnahmen einleiten kann, wie zum Beispiel Audits vor Ort. Das heißt, dieser Prozess wird datenmäßig durch die ganzen Informationen, die wir haben, so gesteuert, dass halt mögliche Risikobereiche identifiziert werden können und dann abgedeckt werden können. Das als Beispiel zu dieser Plattform, wie halt die Nachhaltigkeit der Fair- und Fairtrade-Produkten auch durch Digitalisierung sichergestellt werden
kann. Jetzt ganz allgemein habe ich dich nochmal rausgegriffen als Punkte, die Möglichkeiten und Herausforderungen der Digitalisierung in diesem Bereich. Prinzipiell, was macht Digitalisierung für die Fairtrade-Zertifizierung? Digitalisierung ermöglicht dem Fairtrade-System einfach viel mehr Informationen zu erheben, zu organisieren und auch zu analysieren, als das in einer analogen Welt, wo halt alles in Audits vor Ort in mehr oder weniger Papierform stattgefunden hat, möglich war. Die Frage ist jetzt, was machen wir mit diesen Informationen, also wie nutzen wir die, was dann so ein bisschen der Gestaltungsaspekt der Digitalisierung ist. Und zwar bietet sich da die Möglichkeit, einfach durch diese Kombination digitaler und klassischer Methoden bei der Überprüfung von Informationen die Vertrauenswürdigkeit des Fairtrade-Siegels sicherzustellen und einfach auch zu stärken, weil wir halt einfach ganz neue Kontroll- und Prüfmöglichkeiten haben und auch dann als weiteres diese Informationen auch aufzubereiten und Unternehmen, Produzenten, Unternehmen und Endkunden zur Verfügung zu stellen, sodass dass da ein Mehr an Informationen über das Produkt verfügbar wird. Also in der Vergangenheit hatte man vor allem das Siegel, wo man dann wusste, dass halt das durch eine zertifizierte Lieferkette produziert wurde, das Produkt. Mittlerweile kann durch diese ganzen Informationen halt wesentlich mehr an Informationen bereitgestellt werden, darüber, wie diese globalen Produktflüsse eigentlich im Detail für das einzelne Produkt ablaufen, dann auch welche Wirkungen oder Vorteile Fairtrade konkret für den einzelnen Produzenten in einer Lieferkette hat, wie der die Fairtrade-Prämien verwendet, in welchem Bereich. All diese Informationen lassen sich da halt organisieren, bereitstellen und dann zur Steuerung der Nachhaltigkeitsinterventionen oder Ansätze von Unternehmen oder halt auch als Informationen für Kunden bereitzustellen. Herausforderungen gibt es allerdings auch. Ist eine Herausforderung, diese Vorteile der Digitalisierung auch für die Leute, denen es im Fairtrade-System vor allem geht, um die benachteiligten Produzenten nutzbar zu machen, dass also nicht nur der Fokus auf den Konsumenten gelegt wird, was man mit diesen Daten machen kann, sondern auch, wie diese Daten denn den Produzenten helfen können, um zum Beispiel neue Marktmöglichkeiten zu verbessern, Verbesserungspotenziale zu identifizieren in ihrer Arbeit. Und ein Punkt, der auch nicht verschwiegen bleiben sollte, wäre auch die Herausforderung, die Lasten der Digitalisierung gerecht zu verteilen. Also diese ganze Digitalisierung der Lieferkette ist natürlich nicht was einfach von sich abläuft, sondern auch diese ganze Erfassung, Prüfung und Eingabe von Informationen muss natürlich auch jemand machen. Und da ist es halt auch ganz wichtig, dass dann das nicht nur eine Last ist, die sozusagen der Lieferkette auferlegt wird, um jetzt Vorteile für den Konsumenten hier in Form von mehr Informationen bereitzustellen, sondern dass halt das sich auch in Vorteilen dann für die Lieferkette selbst widerspiegelt. Genau, das wären soweit meine Punkte. Vielen Dank und ich freue mich auf die Fragen und Diskussionen. Genau, vielen Dank, Herr Benke, und auch danke, dass Sie nicht nur die Vorteile dargestellt haben, sondern auch, wo es vielleicht noch Möglichkeiten gibt, auch die Daten, die Sie sammeln, auch nochmal anders zu nutzen. Gibt es von Ihnen direkt Fragen zu diesem Modell oder zu den Daten? Ja, herzlichen Dank für den interessanten Vortrag. Ich habe aber eine Frage. Web 2.0 gibt es schon sehr, sehr lange. Was ist jetzt das, sage ich mal, 4.0? Das habe ich jetzt wahrscheinlich noch nicht verstanden. Das war natürlich schon, also seitdem ich studiert habe, Informatik nutzen, um Prozesse nachhaltiger oder besser handeln zu können als den Papierprozess. Das ist klar, aber was ist jetzt wirklich, sagen wir mal, Web 4.0, also dieser Teil der Digitalisierung, der vielleicht auch selbstlernenden Systeme der Vernetzung und so weiter? Ja, also das hat verschiedene Aspekte. Zum einen dieses mit den verschiedenen Phasen, Web 2.0, 4.0. Also technologisch sind wir da durchaus so, dass wir, also es ist cloudbasiert alles, die Datenerfassung, es ist auf verschiedenen Systemen verfügbar mit Schnittstellen, wo sich auch die
Frage der Nutzung natürlich, also wenn wir jetzt gerade auf diesen Punkt der Produzenten kommen, welche Möglichkeiten, also wir haben sehr viele technologische Möglichkeiten, wie erreicht man eigentlich Produzenten mit solchen Plattformen, und da sind wir durchaus in der Gestaltung so, dass es halt da auch zum Beispiel über die Nutzung auf Mobiltelefonen darauf zugeschnitten wird. Ich glaube, es ist auch nicht so wichtig, da sozusagen auf der neuesten technologischen Welle mitzureiten, sondern einfach das, also was das große Neue ist, was halt dann auch mit diesen, ist halt der Bereich, dass wir einfach jetzt sehr, sehr viele Informationen erheben können, kombinieren können und gezielt auswerten können, um bestimmte Sachen zu steuern. Das muss ich jetzt überlegen. Zum Beispiel können wir durch diese ganzen, oder können Produzenten zum Beispiel sehen, wie viel denn eigentlich, also welcher Anteil ihrer Gesamtproduktion denn als Fairtrade abgesetzt wird, von sich und vielleicht auch im Durchschnitt für das ganze Land. Also Informationen können halt, die da generiert werden, können für sehr, sehr viele Möglichkeiten zur Steuerung zielgerichteter Interventionen, Beratungsangebote, auch im Bereich der Verwendung der Fairtrade-Prämien, was dann ja in Entwicklungsprojekte von den Produzenten gesteckt wird, einfach zu sehen, dass man als, vielleicht auch als Produzentenorganisation eine Benchmarking-Möglichkeit hat, also wie machen wir das, wie machen das andere, was sind da Beispiele, und all diese Möglichkeiten werden halt dadurch ermöglicht, dass man diese Daten erhebt und dann zur Verfügung stellt. Weil früher wäre es halt, hätte man halt hinfahren können, einmal durchs Land in Indien vielleicht, um zu gucken, wie andere machen das. Und jetzt lässt sich das halt digital auch realisieren durch Informationen. Uli, ich habe mir schon fast gedacht, dass du hierzu eine Frage stellen willst. Genau, und ich sehe auch schon deinen kritischen Blick, aber vielleicht ist er auch gar nicht. Ich gucke erstmal ganz freundlich, weil ich sehr froh war und bin, das Thema Digitalisierung und Lieferketten hier auf der Agenda zu haben, weil ich hier hingekommen bin und gedacht habe, das Thema Digitalisierung und Lieferketten ist unterbelichtet bislang. Und mich interessiert zunächst mal, was Ihre Erfahrungen auch, oder haben Sie überhaupt Erfahrungen, das weiß ich jetzt gar nicht, sind, wie weit andere Unternehmen mit dem Thema Lieferketten und Digitalisierung sind. Also aus meiner beruflichen Warte sehe ich, dass es unterbelichtet ist, dass die Textilbranche nicht weiß, wo die Sub- und Sub-Sub- und Sub-Sub-Unternehmen sind, und ich mich frage, wie kann das sein in Zeiten von Digitalisierung, gläserner Kunde, gläserner Verbraucher. Heute Morgen beeindruckend, was alles an Gesichts- oder wie heißt das, Körpererkennungsmerkmal ist, aber in der Lieferkette passt es nicht. Wir haben jüngst, wir nennen das dann immer Lebensmittelskandale gehabt, Listerien in einer Fleischfabrik, wo wir bis heute nicht wissen, wo sind die Produkte eigentlich alle gelandet. Und da frage ich mich, wer guckt da eigentlich hin und wer hat da welche Interessen? Ja, da würde ich gerne noch ergänzen, ob das vielleicht nur, weil Fairtrade der Überbau ist, möglich ist, oder gibt es auch unter den normalen Textilproduzenten ein Interesse, auch diese Daten so zu nutzen und aufzubereiten? Ich kann jetzt, glaube ich, nicht für die Textilindustrie im Allgemeinen sprechen, da würde ich mich dann doch zu wenig auskennen. Die Herausforderung der Erhebung der ganzen Lieferkette in der Textilindustrie ist mir durchaus bekannt, was halt, also mit der Einführung solcher Systeme, das ist jetzt seit 2016 so langsam in der Einführung, da haben wir durchaus auch viel gelernt in Bezug, welche Schwierigkeiten das auch macht, solche Systeme einzuführen, bis das mal verstanden wird von einer Lieferkette. Dann ist natürlich auch das Problem, dass, also wir haben jetzt das als Plattform für das ganze Fairtrade-System. Sie hatten dann ja auch noch gefragt, was machen andere? Ich glaube, da gibt es schon einige, die was machen. Oft versuchen Unternehmen halt dann auch, wenn sie ihre Lieferkette nachvollziehen wollen, ihr eigenes System sozusagen zu pushen, zu verwenden, und was natürlich auch dann für Produzenten, wenn die in vielen Lieferketten, also weil dieser Begriff der Kette ist eigentlich eine Simplifizierung, eigentlich sind das ja Netzwerke, und wenn ich in viele Netzwerke und jede hat ihr eigenes System dann eingebunden bin, dann ist das natürlich eine Herausforderung. Also dann, auch wenn diese Ketten halt nicht stabil sind, sondern sehr, sehr häufig wechseln, wie das in der Textilindustrie, glaube ich, auch der Fall ist, ist das nicht trivial, das zu digitalisieren. Ne? Im Konzept vielleicht praktisch eher nicht.
Okay, ich habe noch zwei Fragen hier vorne und da hinten und dann würde ich gerne tatsächlich zu dem nächsten unternehmerischen Impuls übergehen, weil ich glaube, auch da noch einiges zu den Lieferketten, soweit ich informiert bin, auch noch ein weiteres Beispiel kommen wird. Wo ist jetzt das Mikro? Hier hinten. Okay. Schönen guten Tag, mein Name ist Patrick Bottermann. Ich arbeite für einen Think Tank, der sich mit nachhaltigem Konsum und Produktion beschäftigt. Meine Frage, wenn ich mir die Präsentation anschaue, die Dinge, die da möglich sind, bezieht sich darauf, wie können Sie denn sicherstellen, dass die Daten, die am Ende des Produzenten eingegeben werden, wirklich auch valide sind und wirklich glaubwürdig sind? Also vielleicht ist das auch so eine blauäugige Frage, aber das ist das Erste, woran ich gedacht habe, weil man, wenn man das jetzt ketzerisch formuliert, wie bei jedem digitalen Prozess, den man füttert, es gibt ja dieses Schlagwort von Shit in, Shit out. Ja? Also je nachdem, was vorne reinkommt, kommt dann entsprechend auch mindere oder bessere Qualität hinten raus. Wie können Sie das denn sicherstellen? Ja, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage und da ist die Antwort, dass das halt eben kein rein digitales System ist. Also die Lösung liegt nicht nur nicht im Digitalen, sondern wir haben halt die Kombination von digital und lokal sozusagen. Also dadurch, dass wir halt dieses Netzwerk von Auditoren haben weltweit, die und physische Audits vor Ort mit digitaler Erhebung verknüpft sind, mit lokaler Expertise, also auch Auditoren, die halt seit Jahren auditieren, haben halt einfach diese Erfahrung, wie halt die Wahrhaftigkeit von Informationen geprüft werden kann und nutzen das halt auch, wenn sie vor Ort beim Auditieren sind, um abzugleichen, ob das, was sie vor Ort als Realität vorfinden sozusagen, dann auch übereinstimmt mit dem, was in der digitalen Plattform erfasst ist. Und falls das nicht so ist, halt da auch da Korrekturen anzufordern, sodass da es diese mehrstufigen Prozesse gibt, wie diese Informationsqualität sichergestellt werden kann. Ich hatte die Folie gerade, ich weiß nicht, ob wir die nochmal auf die Präsentation bringen können. Genau. Wir haben halt diese Verknüpfung, sodass wir eine Kombination von Methoden haben, mit denen wir am Ende dann sicherstellen können, dass die Informationen, die wir erfasst haben, tatsächlich auf Ebene des Systems, also für die Einzelinformation kann es immer mal eine falsche Information geben, aber wir haben halt ein System aufgesetzt, was halt auf systematischer Ebene die Korrektheit der Informationen durch verschiedene Prüfungen, die ineinander greifen, gewährleistet. Mit Verknüpfung digitaler Methoden durch diesen virtuellen Handschlag zwischen den Partnern und unabhängige Prüfung durch Dritte virtuell und auch vor Ort. Also im Sinne von Herrn Gensch ein hybrides Modell, die Klimaeinsparungen durch die Flüge vor Ort, die müssen dann an anderer Stelle noch reduziert werden. Rainer, du hattest noch die letzte Frage. Ja, Rainer Grieshammer, Stiftung Zukunftserbe. Bei dem Film hatte ich das Gefühl, der Weltmarktpreis für Kakao war um Faktor 10 falsch, aber das ist eine kleinere Sache. Meine Frage war, man hat ja angefangen mit dem Labeling mit den einfachen Produkten, ne, wo die Produktlinie einfach ist, Banane, ne, was Schöneres gibt es nicht, Verpackung ist auch noch dabei. Wenn man jetzt übergeht zu Computer mit 2000 Teilen, mehreren 100 Unternehmen, die in der Vorkette drin sind, müsste eigentlich ja so ein System, wie Sie jetzt entwickelt haben, ohne weiteres übertragbar sein? Ah, das ist die Frage. Ein System, um halt die gesamte Lieferkette nachzuvollziehen. Es gibt Ansätze, das zu machen. Also ich weiß nicht, wenn Sie jetzt im IT-Bereich, da verlassen wir jetzt Fairtrade, es gibt ja das Fairphone, was halt nicht, die jetzt Fairtrade Gold einsetzen, sozusagen das in ihrer Lieferkette nachvollziehen. Es gab das mal für eine faire Maus sozusagen im IT-Bereich, aber da sind wir im IT-Bereich, glaube ich, noch nicht so weit. Es hat natürlich auch immer einen Zusammenhang mit, also diese Nachverfolgbarkeit, ja, im Produktionsprozess. Ich muss natürlich die ganze Lieferkette erstmal auf so eine Plattform bringen. Das ist halt auch wieder die Frage, wie stabil, wie groß ist diese Lieferkette, wie weit ist das? Und wenn halt einer anfängt und das verlangt und halt für 0,5% des Absatzes eines Lieferanten irgendwo in der Kette verantwortlich ist, ist halt die Frage, wie motiviert er diesen dazu, jetzt so ein System einzuführen, was halt für 99,5% der restlichen Kunden nicht relevant sind. Es gibt natürlich auch in der Produktionsrealität einfach
Sachen, die die Nachverfolgbarkeit erschweren, indem Produkte einfach vermischt werden oder halt zusammen verarbeitet werden und es im Produktionsprozess zu aufwendig wäre, die zu separieren. Also ist die Frage mit verschiedenen Nachverfolgungsmodellen jetzt im Elektronikbereich, wenn Sie ein Fairtrade Gold sozusagen in einem Telefon haben, haben Sie das, glaube ich, nicht physisch da drin, weil man nicht eine komplett physisch separierte Lieferkette für Verarbeitungskette für Fairtrade Gold aufsetzen kann, sondern es wird mit sämtlichem konventionellen Gold zusammenverarbeitet und endet halt irgendwo in der Lieferkette. Genau, das sind da die Herausforderungen, glaube ich, mit denen man da gegenübersteht. Gut, vielen Dank, Herr Benke. Dann würde ich gerne zum nächsten Vortrag übergehen. Ich freue mich, Marcel Richard begrüßen zu dürfen von Tchibo. Er wird den Bogen schlagen von den Lieferketten zum Konsumenten und zum Konsum, was ja heute auch das Thema ist. Herr Richard ist Leiter des Bereichs nachhaltige Geschäftsmodelle bei Tchibo und entwickelt dort Antworten und Lösungen für die Digitalisierung der Supply Chain, also der Lieferkette, aber auch Modelle wie die Sharing Economy oder Recommerce, also den Handel mit gebrauchten Gegenständen, und hat uns aus diesen Bereichen Beispiele mitgebracht. Und ich glaube, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, auch ein Logistikmodell für die letzte Meile, das, was ja Herr Gentsch auch eben nochmal adressiert hat, was passiert eigentlich, wie werden die Produkte zu uns gebracht und erzeugt das mehr oder weniger Konsum, auch da werden Sie uns einen Ansatz präsentieren. Vielen Dank. Genau. Ich frage mich nur gerade, ob ich was machen muss. Digitalisierung fängt ja immer dort an, wenn man irgendwas machen muss. Zum ersten Mal. Soll ich die Präsentation hier öffnen? Oder? Sehr gut, wenn man eigentlich genau für dieses Thema steht. Ah, okay. Sehr gut. Wenn wir jetzt in den nächsten 15 Minuten durch das Thema Sustainability und Digitalisierung durchgehen, könnte man denken, wir beide haben uns im Vorwege abgesprochen. Wir werden sehr viel auch nochmal auf das Thema digitale Lieferketten zu sprechen kommen und insbesondere welche Herausforderungen wir haben, wenn wir Systeme wie FlowCert nutzen. Und wir werden bewusst die positive Seite heute einnehmen. Wir haben relativ viel gehört über welche Herausforderungen haben wir. Wir wollen heute einen Impuls setzen aus der Brille von uns Practitioners, also wirklich Leuten, die Nachhaltigkeit versuchen, in einem Lieferkettenkontext von Tchibo auch umzusetzen. Und wir glauben und wir haben die These, dass einige Probleme sich gar nicht anders lösen lassen als über das Thema Digitalisierung. Für uns ist das eine Riesenchance, insbesondere Impact und Empowerment auch zu skalieren, weil die Probleme und die Lösungen müssen natürlich nicht für eine kleine Elite und für eine kleine Gruppe gelten. Wenn wir nämlich Verantwortung und auch Veränderungen bewirken wollen, dann müssen wir langfristig Lösungen schaffen, die für alle erreichbar sind und nicht für eine kleine Gruppe. Um unsere Haltung zum Thema Nachhaltigkeit zu verstehen, würde ich ganz gerne mit einer kurzen Anekdote beginnen. Vor 13 Jahren standen in unseren Filialen Näherinnen aus Bangladesch. Die standen so direkt vor der Kaffeetheke und haben gegen Arbeitsbedingungen in Bangladesch protestiert. Wir sind vor 13 Jahren nach Bangladesch geflogen und haben uns die Arbeitsbedingungen angeguckt und sie waren menschenunwürdig. Wir haben uns vor 13 Jahren auf den Weg gemacht, diese Themen anzugehen und sind seitdem dabei, unsere Lieferkettenaktivitäten auszubauen, zu verstärken und das ganze Geschäftsmodell strategisch Richtung Nachhaltigkeit auszurichten. Für uns stehen dabei die Menschen im Mittelpunkt und alles bündelt sich unter dem Kontext Fairness. Wir wollen, dass unsere Produkte fair produziert werden, das heißt ökologisch fair, aber auch sozial fair. Insbesondere die Menschen, die für uns arbeiten und die für uns die Rohmaterialien und Produkte produzieren, dass wir faire Partnerschaften eingehen, von denen beide Seiten profitieren. Ein Thema, und da werden wir auch gleich nochmal drüber sprechen, sind zum Beispiel transparente Lieferketten, weil wir auch wissen müssen, wer sind denn eigentlich die Menschen hinter unseren Produkten? Wer sind die Menschen, die unsere Produkte anfassen? In diesem Kontext haben wir drei Beispiele mitgebracht, von denen wir glauben, dass sie langfristig den Konsum Richtung Nachhaltigkeit bewegen werden und uns insbesondere als Tchibo auch helfen werden, nachhaltige Produkte und Services anzubieten. Das erste Thema sind transparente Lieferketten. Wir haben passenderweise nicht die Baumwolllieferkette mitgebracht, sondern die Kaffeelieferkette. Und wenn man sich anschaut, warum sind transparente Lieferketten wichtig?
Dann gibt es einige businessinterne Funktionen, die, glaube ich, relevant sind in einem Lieferkettenmanagement-Approach, wie Compliance, Anforderungen an Externe werden größer, Lieferkettenmanagement. Für uns als Nachhaltigkeitsmitarbeiter bei Tchibo ist aber viel relevanter, dass wir wirklich den Impact vor Ort verstärken, dass wir unsere Nachhaltigkeitsaktivitäten dorthin steuern, wo sie wirklich wichtig sind. Deswegen forcieren wir gerade das Projekt und das Thema digitale Lieferketten und digitale Transparenz unserer Lieferketten. Was man hier rein schematisch sieht, und das ist, wir haben entschlossen, heute eher über Denkimpulse zu gehen und nicht anfassbare Beispiele, ist eine Kaffeelieferkette, die beginnt rechts beim Produkt und geht dann über uns runter in den Ursprung. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, über Fairtrade, aber auch über andere Siegel natürlich in diesen Ursprung runterzugehen und nachzuvollziehen, wie die Bedingungen vor Ort sind, wie es den Farmern geht, wie der Klima-Impact ist, wie der Wasser-Impact ist, wie es vor Ort aussieht. Für die anderen, die nicht zertifiziert sind, und das sind Millionen von Kleinstfarmern, ist das nicht möglich. Ein Kleinstfarmer hat eine Anbaumenge von ungefähr 1 Hektar, 2 Hektar, so Fußballfeldgröße, und davon gibt es Millionen in der Lieferkette. Und da liegt die Problematik und da muss man runter. Ein zweites Problem ist, aktuell wird das Produkt von links nach rechts die Lieferkette hochgegeben und der Kunde findet in dieser Thematik auch relativ wenig statt. Das heißt, wenn wir nachhaltigen Konsum ermöglichen wollen, müssen wir langfristig auch den Kunden hier reinkriegen. Und ganz links, und das folgt so ein bisschen diesem Prinzip stille Post, fließen die Produkte und die Informationen vom Smallholder, also von den Kleinstfarmern oder von den größeren Farmern, zu einer Mühle, da wird der Kaffee aufbereitet, gehen zum Exporteur und landet irgendwann bei uns. Das heißt aber auch, dass die Informationen Schritt für Schritt hochgegeben werden. Das funktioniert relativ händisch, außer man hat eine Softwarelösung, die eben gerade auch vorgestellt wurde, dann geht das auch schon ein bisschen digitaler. Dadurch, dass diese Smallholder aber so abgeschottet sind vom System, sind sie eigentlich komplett machtlos. Sie haben weder Informationen über die Qualität ihres Kaffees, sie haben weder Informationen über den Preis, der gerade gehandelt wird. Und wir glauben, dass transparente Lieferketten maßgeblich dazu beitragen werden, diese Farmer mit in das System zu integrieren. Deswegen glauben wir an so eine Art Zukunft. Das heißt, die Lieferkette wird sich zukünftig von linearen Systemen zu eher einer Art Roundtable verändern. Aktuell werden einige Blockchain-Prototypen getestet in verschiedenen Formen und Varianten und Ländern, einige Datenbanktests, Zertifizierungsorgane und Händler organisieren verschiedene Datenpools, um Daten bereitzustellen, aber es arbeitet noch nicht alles zusammen. Wir wollen langfristig, dass die Daten wie an einem runden Tisch geteilt werden. Das heißt, wenn der Farmer Daten in die Mitte gibt, profitieren alle von dieser Datentransparenz, aber auch der Farmer. Da gibt es ganz schöne Beispiele. Wir arbeiten mit einem Kooperationspartner oder sind im Austausch mit dem. Der fährt auf die kleinen Farmen, der digitalisiert die Kaffeeernte, analysiert die qualitativ und der Farmer kriegt in einer Blockchain festgehalten, wie die Qualität ist und welcher Preis hinter so einer Qualität am Weltmarkt gerade ist. Und sobald sein Kaffee verkauft wird, kriegt er auch diesen fairen Preis hinten raus. Das sind ganz schöne Beispiele, die gerade entstehen, aber das ist alles rudimentär und noch am Anfang. Ein zweites Beispiel, und da kommt dann auch der Konsument ins Spiel. Man sieht relativ viel am Markt gerade die Funktion Tip My Farmer. Das heißt, ich trinke meinen Kaffee, er schmeckt mir besonders gut und ich weiß zukünftig auch, woher der Kaffee kommt. Das heißt, ich schicke dem Farmer ein Trinkgeld aus der Küche. Ja, das sind so Modelle, die man gerade sieht, wo man versucht, den Endkunden mit in diese Transparenz mit einzubinden und in dieses Gefüge einzubauen. Wir glauben auch, dass langfristig alle Parteien in der Lieferkette von dieser Transparenz profitieren werden. Das gilt insbesondere für den Farmer, den wir mit unseren Aktivitäten adressieren. Wir müssen ihn unbedingt vom Machtgefüge gleichstellen und partizipieren lassen an diesen Entwicklungen. Das gilt aber auch für die Kunden, die zukünftig empowered werden, eine bessere Entscheidung zu treffen am POS. Der Kunde bekommt mehr Hintergrundinformationen. Wir wollen auch diese Informationen offen und ehrlich teilen. Das heißt auch durchweg über die Arbeitsbedingungen vor Ort berichten.
Und wenn wir jetzt ganz weit gehen und die Vision groß spinnen, dann könnte man sich zukünftig vorstellen, dass der Kunde über digitale Medien bis runter auf die Farm fährt, über Virtual Reality und Co. und sich die Bedingungen selber anguckt. Und vielleicht ein Key Learning an der Stelle, es funktioniert immer nur über Partnerschaften. Die Zeit des Alleine-Aufräumens ist vorbei und es funktioniert nur noch über Netzwerke, Kooperationen und Partnerschaften. Also Partnerschaften mit Fairtrade, mit anderen Rainforest Alliance und Co. Ohne die wird es langfristig nicht funktionieren. Und das bedeutet im Sektor auf allen Commodity-Ebenen eine Öffnung der einzelnen Brands und Parteien in der Lieferkette. Die Uhr läuft gar nicht runter, ich habe ganz schön viel Zeit. Ich weiß jetzt nicht, wo ich stehe, aber ich mache einfach mal weiter. Digitale Produkte, aber hier geht es nicht um digitale Produkte aller iPhone, sondern wir meinen damit Produkte, die digital ihre Herkunft, ihre Produktionsart mit sich tragen. Wir wollen, dass zukünftig ein Produkt in Form eines Chips oder eines Tags oder einer innovativen neuen Art von Faser das Rohmaterial Informationen mit sich getragen werden, dass Herkunftsinformationen mit sich getragen werden, dass die Art und Weise, wie es und wo es produziert wurde und unter welchen Bedingungen mit sich getragen wird, sodass Produkte diese Informationen an sich tragen. Das ermöglicht uns, das in der Logistik besser zu steuern, aber insbesondere komplett neue Geschäftsmodelle anzudenken. Und ganz spannend an der Stelle ist, es ermöglicht auch langfristig viel sortenreiner zu recyceln. Weil ich bekomme die Ware, ich kann die Rohmaterialien in dieser Ware auslesen und auch rohstoffreiner trennen. Was ist möglich, wenn die Produkte die digitalen Informationen an sich tragen? Und wir würden ganz gerne das Beispiel eines digitalen Kleiderschrankes in den Raum werfen. Wir haben vor einem Jahr Chibo Share gelauncht. Das ist unsere Plattform, in der man Chibo-Produkte mieten kann. Weil wir glauben, dass der Kunde zukünftig die Kleidungsstücke, die er bei uns kauft, viel lieber nutzen soll, insbesondere Familien, Alltagsgegenstände. Wir glauben aber, dass ein digitaler Kleiderschrank noch viele weitere Servicefunktionen ermöglicht. Eine Möglichkeit könnte sein, dass wir im Raum alle einen digitalen Kleiderschrank haben, da liegen unsere Kleidungsstücke drin. Ich jetzt Herrn Gensch auf dieser Konferenz treffe und seinen Anzug total klasse finde. Der passt mir leider nicht, ich finde ihn aber ganz schön und wir entschließen uns, diesen Anzug zu tauschen, sodass ich in der Lage bin, das komplett ohne Kleinanzeigen und händische Digitalisierung durchzuführen. Das kann man jetzt sehr groß denken und es ermöglicht zum ersten Mal eine effiziente Art und Weise, wie man auch analoges Sharing von Haushaltsgegenständen und Textilien ermöglichen kann. Man könnte auch überlegen, ob man ein digitales Gartenhaus schafft, wo mein Rasenmäher drin ist, wo meine Bohrmaschine drin ist, wo der Nachbar nebenan sehen kann, dass ich das zur Verfügung habe und auch bereitstelle und er das konsumieren kann. Die Modelle, die da jetzt existieren, sind zwar digital auf einer Plattform verfügbar, wie bei nebenan.de und Co., aber es ist relativ händisch und aufwendig. Das zweite große Thema, und das nimmt in der Industrie extrem viel Fahrt auf, ist das Thema Secondhand. Einige Brands, also wenn man im Moment den Konsum, insbesondere Textilkonsum, verfolgt, die meisten Brands entwickeln gerade eine Art Secondhand-Ankauf. Ja, sie kaufen Kleidung bei Chibo und wir bieten ihnen an, diese Kleidung zurückzukaufen. Wir würden die dann bei uns in der Sharing Economy auf Chibo Share zum Beispiel zur Vermietung anbieten und sie sind Kleidung losgeworden, die sie eigentlich nicht tragen, aber besitzen. Das Problem an dieser Schnittstelle im Secondhand ist, dass die Produkte alle analog sind. Das heißt, wenn ich eine Vielzahl an Produkten zurückbekomme, muss ich sie alle händisch digitalisieren. Und das verhindert im Moment noch Service-Modelle, die zukünftig relativ einfach funktionieren können, insbesondere wenn ich das aufs Analoge übertragen möchte, aber aktuell ganz viel manuellen Aufwand erfordern. Ein paar Kennzeichen von Chibo Share. Wir haben das letztes Jahr gelauncht. Wir bauen ein Alltagsbegleiter für die Familie auf. Wir wollen, dass die Familie zukünftig die Kleidung für ihre Kinder, die Alltagsgegenstände, die sie braucht, für eine gewisse Zeit nutzt, aber nicht kauft. Das heißt, wir haben neben der Kinderkleidung mittlerweile Damen-Oberbekleidung, insbesondere auch für die Phase vor und nach der Schwangerschaft online. Wir haben Möbel für die Familie online und bauen das immer weiter raus Richtung Spielzeug. Das erste Mal mit seinem Kind zum Sportunterricht gehen, aber ich weiß gar nicht, welchen Sport mein Kind machen möchte. Und das sind die Entwicklungen, die wir gerade aufbauen, weil wir langfristig dann glauben, dass der Konsum in diese Richtung
wandern muss. Ein schönes Beispiel an der Stelle. Wir haben über 30.000 Items jetzt schon vermieten können und mit jedem T-Shirt, das wir vermieten und nicht neu produzieren, sparen wir ungefähr 3.500 Liter Wasser. Das letzte Beispiel, auf das ich noch eingehen möchte, sind die Möglichkeiten in der digitalen letzten Meile. Und die entstehen nur, wenn wir transparente Lieferketten und digital verfügbare Informationen am Produkt haben. Zurzeit funktioniert das nämlich so, dass wir überall Chibo-Filialen haben. Das ist Hamburg, die Alster in der Mitte. Und dann liefern wir Ware aus unseren Distribution Centers raus in diese Filialen und holen die Retouren wieder ab. Und das immer per LKW aus diesen Centers raus und wieder zurück. Wenn wir jetzt aber wissen, wo, an welcher Stelle, in welcher Filiale zukünftig welches Produkt liegt, können wir komplett neuartige Last-Mile-Konzepte aufsetzen. A, wir können zum ersten Mal Ware zwischen den Filialen hin und her schicken, ohne das händisch zu initiieren, per Fahrradkurier zum Beispiel. Das heißt, Filiale A hat zu viele gottzertifizierte Damenoberbeteile und Filiale B keine mehr, dann können wir das per Fahrradkurier rüberschicken. Viel spannender ist da für den Kunden, dass ich zukünftig den Kunden aus den Filialen und den Depots oder zum Beispiel über so einen Rewe-Lieferservice direkt mit unseren Produkten versorgen kann, ohne die Ware aus einem Zentrallager bis nach Hamburg schaffen zu müssen. Das heißt, über diese digital auslesbaren Produkte schaffe ich mir eine Art dezentrales Lager und kann den Kunden nachhaltig beliefern und in einer viel schnelleren Zeit. Und wenn man dann noch möchte, dann könnte man sogar den Nachbarn noch das Porto geben, dass er das Paket annimmt. Dann brauche ich die Ware nämlich gar nicht mehr zurücknehmen. Und diese drei Gedanken, die werden unserer Meinung nach im Rahmen der Digitalisierung den Konsum maßgeblich verändern. Als letztes, vielleicht so als letztes Statement dahinter, was braucht es dafür? Und das ist auch wirklich ein Appell an alle, das erfordert Partnerschaften und Kooperationen. Das erfordert von allen bisher verschlossenen Systemen in der Lieferkette sich zu öffnen. Das Zweite ist, dass wir anfangen müssen, transparente Lieferketten aufzubauen und die Lieferkette zu digitalisieren und gleichzeitig Produkte digital auslesbar zu machen. Hier geht es nicht darum, dass wir Produkte haben, die meine lebenserhaltenden Maßnahmen steuern und Co. Hier geht es wirklich einfach nur darum, dass die Produkte mit den Informationen über ihre Herkunft und Herstellungsart und Co. digital auslesbar sind. Und wir brauchen komplett neue Businessmodelle dahinter, also digitaler Kleiderschrank, digitaler Gartenschrank und Co. Der Effekt, wir glauben daran, dass die Digitalisierung und dass nur die Digitalisierung die Möglichkeit ist, diesen Nachhaltigkeitsimpact zu skalieren. Viele bisherige Maßnahmen im Nachhaltigkeitsbereich sind halt sehr punktuell und wir glauben daran, dass Nachhaltigkeit halt kein Luxusgut sein darf. Es muss halt skalierbar sein und für jeden auch zahlbar sein. Und deswegen glauben wir, dass die Digitalisierung eine große Chance sein kann, mehr Fairness in der Lieferkette zu erzeugen. Insbesondere für die Parteien, die bisher eher Leftover-Partys waren wie der Farmer. Und es ermöglicht uns, zukünftig den Kunden viel stärker in Richtung Nachhaltigkeit zu steuern. Ich kann ihn dafür belohnen, dass er nachhaltige Produkte benutzt. Ich kann ihn dafür belohnen, dass er lieber Chibo Share benutzt, anstatt das Produkt zu kaufen. Und das reicht natürlich nicht. Digitalisierung ist das eine Thema und die drei Beispiele sind die anderen Themen. Aber für uns, Nachhaltigkeit ist unfassbar komplex und man muss an vielen Fronten angehen. Da gehört IT-Sicherheit dazu, aber auch Rohmaterialien, Produkterstellung, Produktdesign. Und da müssen wir uns Schritt für Schritt weiter bewegen. Das war's. Genau, bevor ich ins Publikum öffne, möchte ich ein bisschen den Advocatus Diabolus spielen. Ja, gerne. Produkte, die jetzt auslesbar sind oder Textilien, die jetzt auslesbar sind, da denke ich jetzt mal gar nicht an die Amazon Alexa, die auch ausliest und was damit zusammenhängt, sondern wo ich mich frage, ist, werden dann diese Produkte aus ökologischer Sicht alle einen IT-Chip in sich tragen. Und wir haben gerade ein Projekt zusammen mit dem Umweltbundesamt, das in Sachen Elektroschrott eigentlich immer mehr Dinge in den Müll kommen, die eigentlich
nicht als Elektrogeräte bisher erfasst waren. Uli, im Sinne von, es gibt nicht so einfache Antworten im Thema Konsum. Ich finde diese Beispiele, die Sie mitgebracht haben, sehr spannend, aber diese ökologische Frage muss ich doch stellen. Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Hängt so ein bisschen davon ab, welche Technologie wir an die Produkte setzen. Wenn wir aktiv ausstrahlende Sender haben, ist das natürlich ein Thema. Wir können uns aber auch vorstellen, dass in vielen Schritten es schon ausreicht, auslesbare Barcodes und QR-Codes zu nutzen. Gut, dann genau, würde ich gerne weitergeben. Das Mikro kommt von hinten. Hallo. Hi. Genau, Anne Schwarz, Freiberuflerin. Ich erstmal vielen Dank für den Vortrag. Ich hatte schon von Chibo Chair gehört, aber ich hatte jetzt noch nicht das Ganze ringsum und das ganze Konzept so vor Augen. Was mir eigentlich jetzt gleich mal aufgefallen ist beim Sprechen, ich hatte erst letztens darüber gehört, dass die Digitalisierung im Zeitalter des Kapitalismus so wundervolle Bewegungen hat, dass sie durch die Kommerzialisierung von ursprünglich gemeinnützigen oder gemeinwohlorientierten Ideen ganz viele negative Effekte auslöst. Ich habe jetzt nochmal aufgeschrieben, es gab erst Couchsurfing, dann wurde es Airbnb, es gab erst Mitfahrgelegenheit, dann wurde es Uber und jetzt haben Sie da selbst ja auch das Beispiel genannt, es gab erst nebenan.de. Das wurde jetzt sehr schnell zu Chibo Share oder anderen Konzepten. Und ich habe jetzt natürlich noch nicht so viel Erfahrung damit. Ich habe es noch nicht genutzt. Nebenan.de nutze ich tatsächlich sehr viel von, was haben wir jetzt immer, unsere Säge wird ständig von einem bestimmten Nachbarn ausgeliehen. Und ich habe jetzt gerade wieder ganz viele CDs verschenkt. Also das kenne ich. Aber was könnte denn zum Beispiel, jetzt mal gemeint, die negativen Wirkungen von Chibo Share sein? Wie viele Produkte müssen Sie eigentlich vorhalten, damit die Kunden nicht enttäuscht sind, wenn die Produkte nicht dort sind? Weil sie sind ja natürlich trotz allem, sie müssen den Kunden ja diese Produkte anbieten. Wenn 5 Leute gleichzeitig dieses Produkt wollen und sie haben es dann aber nicht, weil es weg ist, weil es jetzt andere 5 Kunden ausgeliehen haben, könnte ja zu mehr Produktion führen. Dann auch der Rebound-Effekt. Wenn ich nicht mehr kaufe, sondern es nur leihe, ne, also auch quasi weiß, ne, ich gebe es ja auch wieder zurück, das ist ja eigentlich kein richtiger Konsum, dann mache ich das vielleicht viel öfter, viel häufiger, viel schneller. Da kommen wir wieder in die Fast Fashion, die wird dann die Super Fast Fashion. Und ich dachte auch so, das ist ja eigentlich fast schon wieder wie so ein Abo, wie bei Microsoft. Ne? Da gehört mir dann jetzt auch nicht mehr, ich habe jetzt nicht mehr das Programm gekauft, sondern ich bezahle dann vielleicht irgendwann für dieses Abo. Die Kleider an meinem eigenen Leib sind nicht mehr mir und wenn ich dieses Abo nicht mehr bezahlen kann, wenn wir vielleicht auch eine Monopolisierung haben, dann habe ich die auch nicht mehr. Also jetzt mal ganz plakativ gesagt, das sind lauter solche Sachen, die da reinkommen und die ich sehr spannend finde. Mal schön negativ. Was mir auch noch gerade aufgefallen ist, Sie haben das noch so kurz am Ende eingestreut, ich kann den Nutzer steuern, ich kann ihn belohnen. Das sind 2 Sätze, da kriege ich Gänsehaut. Angst. Ja, man könnte auch von einem Messer in der Tasche reden, das aufklappt. Nein. Ja. Nein, das liegt jetzt überhaupt nicht an Ihnen. Ich verstehe. Nee, ist vollkommen okay. Ich versuche gerade die Fragen zu behalten. Ja, das sind ja ganz viele. Ich habe mir 2 gemerkt. Genau, aber da wollte ich noch kurz, das ist dieser Punkt mit war heute schon mal in einem Vortrag Design Ethics, ne, oder was? Ja. Auch eine ganz große Debatte, das geht viel drüber hinaus. Ja. Das war's. Soll ich mir jetzt Fragen rauspicken und darauf antworten? Können Sie machen. Ja. Nein, also wir haben Chibo Share bewusst aus der Ressourcenperspektive gelauncht, weil wir daran glauben, dass wir damit Ressourcen sparen, statt nachzuproduzieren. Übrigens, vielleicht so als interne Anekdote, die man an der Stelle auch noch sagen kann, es ist ein Projekt, das auch aus der Nachhaltigkeitsabteilung herausgetrieben wird, insbesondere weil wir daran glauben, langfristig den Konsum in die Richtung bringen zu müssen, um einfach weniger Ressourcen in die Produktion von Gütern zu stecken. Das andere Thema, wie viele Produkte müssen wir bereithalten, um diesen Sharing-Service anzubieten? Wir waren relativ oft out of stock und produzieren nicht nach für Chibo Share. Wir benutzen Güter, die wir vorrätig haben. Genau. Die anderen Fragen müssten Sie sonst jetzt nochmal wiederholen. Ja, danke für den spannenden Einblick. Trotzdem frage ich mich, ich bin immer etwas nervös, wenn man über fundamentale Machtverschiebungen redet, aber das Wort nicht vorkommt. Also das berühmte M-Wort, die Macht. Macht, okay. Und Sie haben da so ein schönes Bild gehabt, wo plötzlich ein runder Tisch war, wo der Farmer mit dran saß. Warum?
weil seine Daten in irgendeiner Zentrale gelandet waren, oder? Habe ich das irgendwie falsch verstanden? Während hingegen, ob er auch in der Lage ist, mit welchen Geräten und welchen Kenntnissen zu gucken, was eigentlich Chibo dann mit seinen Daten macht, das war weniger klar. Ja, ist richtig. Und nun kann man irgendwie die Welt nicht aufhalten, sie bewegt sich immer weiter, es wird sich digitalisieren. Trotzdem, also mich erinnert das ein bisschen an das Geschäftsmodell von Bayer Leverkusen, was Sie da erzählt haben. An Bayer Leverkusen? Nein, nicht Bayer Leverkusen, von Bayer. Ach so. Ja, von der Firma Bayer. Und okay. Nein, das war jetzt ein Irrtum. Nein, von Bayer. Und das geht ja auch darauf raus, dass man sozusagen die Daten aller Produzenten sammelt und die dann nachher als Auftragnehmer nutzen kann. Und dann sind sie keine Bauern mehr, sondern Auftragnehmer. Spannende Fragestellung. Also die Fragestellung hat mehrere Aspekte. Das erste ist, wie gehen wir mit den Pharmadaten um an der Stelle? Mit den Pharmadaten gehen wir extrem sensibel um. Wir setzen die gleichen Datenschutzrichtlinien an, die wir auch intern bei uns in Deutschland benutzen. Für uns, und deswegen war die Folie mit dem Ziel der Transparenz extrem wichtig. Wir glauben daran, dass wenn der Pharma besser gestellt wird, alle Parteien davon profitieren. Der Pharma erhält, also es gibt viele Pharma, die wissen nicht einmal, wie gerösteter Kaffee schmeckt und riecht. Wir glauben daran, dass der Pharma zum ersten Mal an diesem System partizipieren muss und alle davon profitieren werden, weil nicht nur die Qualität und die Lebensbedingungen vor Ort steigern werden, sondern weil wir insbesondere starke Partnerschaften aufbauen können. Das Beispiel Bayer ging ja relativ stark um Zusatzprodukte verkaufen. Ist es das Beispiel, an das ich denke? Oder ja? Wir gehen eher in Richtung Partnerschaften und Ressourcensicherung an der Stelle. Ja, also wir glauben, dass ein Teil unseres Geschäftsmodells vom Klimawandel betroffen ist und von Ressourcenknappheit zukünftig und dass wir die Parteien, die für uns diese Rohstoffe anbauen, dass wir die unterstützen müssen, mit diesen Herausforderungen klarzukommen, damit wir selber in der Lage sind, zukünftig unser Geschäft am Leben zu halten. Das heißt, die Kernessenz des Ganzen ist, dass wir uns gemeinsam langfristig diese Partnerschaften aufbauen müssen, damit wir auch langfristig in der Lage sind, Kaffee anbieten zu können. Okay, wir diskutieren gleich noch in der Runde weiter. Ich habe hier noch eine Frage und dann die letzte Frage dort. Ich habe da noch eine Frage. Mein Name ist Reinhard Herog, Österreich, von einer Fachhochschule. Wir beschäftigen uns gerade mit der Frage True Cost Analysis. Ja. Mhm. Legt ihr bei diesem Modell auch sozusagen die Kosten auch transparent, ein Kilo Kaffee, 2% gehen an den Kaffeebauer, 20% oder 70% ins Marketing. Geht man so weit oder sagt man, okay, ich organisiere mir mit dem Hintergrund Klimawandel einfach die Lieferkette so, dass ich in 10 Jahren auch noch ordentlich liefern kann in Europa und der andere Bereich ist nicht so transparent? Das sind ja auch wieder zwei Facetten. Ne? Das eine ist wirklich, wir zielen auf Ressourcenverfügbarkeit langfristig an. Wir müssen dafür unterstützen, insbesondere die Herausforderungen des Klimawandels sind im Kaffee und auch im Baumwollsektor, können wir auch gleich nochmal zu Fairtrade drüber gucken, extrem relevant. Also gerade wenn man nach Indien guckt, ist das Thema Überflutung, Dürrephasen, Kaffee ist extrem sensibel, wenn es zu lange regnet und zu lange trocken ist. Das sind alles Herausforderungen, die werden den europäischen Markt immens treffen, die Textilindustrie, die Kaffeeindustrie. Das heißt, es ist erforderlich in der heutigen Zeit und vor den heutigen Herausforderungen. Und insbesondere wir als Familienunternehmen haben ja auch die Möglichkeit, gemeinsam diese Partnerschaften aufzubauen, weil wir ja auch ganz anders an diese Themen rangehen. Das zweite ist das Thema, welche Daten wird man am Ende kommunizieren? Und das hat auch wieder zwei Facetten. Die Frage ist, an wen? Also, was müssen meine Partner wissen? Und die Partner an der Lieferkette runter, die werden relativ transparent alles sehen. Aber gegenüber dem Wettbewerb wird es garantiert Sachen geben, die ich nicht teilen werde. Ja? Das könnte unter anderem der Preis sein. Gleichzeitig kann ich transparent machen, was der Pharma von uns bekommt. Also da muss man genau hingucken. Und deswegen, dieses Thema steht total am Anfang. Ja? Wir haben extrem viele systemische Probleme, wir haben extrem viele Rückführungs- und Validierungsprobleme, Glaubwürdigkeitsthemen der Daten, die gerade erst im Aufbau sind. Und die nächsten 2-3 Jahre werden sehr gut zeigen, welche Kooperationen sich schließen.
Gut, ich würde noch eine Frage jetzt zulassen und das andere nachher in die gemeinsame Diskussion werfen, weil ich nicht unseren letzten Referenten vorenthalten möchte, der noch mal eine ganz andere Sichtweise mitbringen wird. Also ich fand es ganz interessant, auch mit den Chancen, die Digitalisierung bietet. Aber es gibt ja bei den ganzen Modellen schwere analoge Probleme und dann einfach die Frage, wie gehen Sie damit um? Also der Herr Gensch leiht Ihnen seinen Anzug, aber Sie reparieren Ihr Fahrrad. Gut, er hat extra Fahrradkettenfarbendesign gewählt, aber Sie leihen ihm die Bohrmaschine und als erstes nimmt er so einen Holzbohrer und tut einen Stahlbeton reinbohren. Ganz praktisches Problem. Oder viel brutaler, Sie versuchen direkt die ganzen kleinen Farmer anzugehen. Und da gibt es ja wirklich Mord und Totschlag, wenn die Zwischenhändler ausgeschaltet werden. Also wirklich wörtlich Mord und Totschlag. Ja. Und das sind ja ganz schwere sozusagen analoge Probleme, Erfahrungen. Ja. Und ich befürchte ein bisschen, dass sie sozusagen in Richtung Optimierung der Digitalisierung gehen, ohne zu sagen, wie kann man eigentlich diese in der Praxis vielleicht viel virulenteren Probleme lösen. Da einfach die Frage, haben Sie das? Ja, wir sehen die Probleme auch. Also dieses Problem dieser Zwischenhändler ist extrem relevant. Deswegen gehen wir in kleinteiligen Prototypen die Kette hinunter. Das Thema transparente Lieferketten ist extrem komplex, weil es extrem viele Lieferketten gibt, die alle in unterschiedlichen kulturellen Kontexten stattfinden, mit unterschiedlichen sozialen und ökologischen Problemen vor Ort. Die Herausforderung wird sein, mit Partnerschaften runterzugehen und alle Parteien an diesem System profitieren zu lassen. Und die Frage ist, welche Rolle nimmt der Zwischenhändler ein? Und der Zwischenhändler, unserer Meinung nach, könnte zum Beispiel eine gute Möglichkeit sein, um mit den Farmern vor Ort vielleicht sogar die Datenerhebung durchzuführen. Das muss man gemeinsam entwickeln und da sind wir gerade ganz am Anfang. Die anderen analogen Probleme bei Sharing, was Reparatur, Versicherung und Co. angeht, da ist ja die Kernfrage, funktioniert das vernünftig zwischen den Menschen direkt oder braucht man jemanden, der als Intermediär dazwischen ist? Im Moment sind die Sharing-Economy-Modelle immer mit einem Intermediär, der entweder reinigt, repariert, oder als Geldinstanz dazwischen steht. Wenn man sich neben an.de und eBay Kleinanzeigen anguckt, funktioniert es aber trotzdem auch zwischen den Menschen. Und das muss sich zeigen. Also wir glauben daran, dass wir prototypisch vorgehen müssen und aus den einzelnen Tests lernen, um das dann langfristig zu skalieren. Ja. Gut, vielen Dank, Herr Richard. Ja. Ich würde als letzten Impulsgeber Felix Weth auf die Bühne bitten. Sie haben als ein Gegenmodell zu Amazon entwickelt. Das ist ja an sich schon eine große Herausforderung an sich. Ich glaube, von den Herausforderungen werden Sie auch reden. Es handelt sich um die Plattform Vermondo, die, bei der nicht nur die Produktangebote alternativ sind, sondern auch das dahinterstehende Geschäftsmodell und der Umgang mit den Kunden alternativ ist oder versucht, eine Alternative aufzuzeigen. Und soweit ich es mitbekommen habe in unserem Vorgespräch, bringen Sie auch noch mal eine ganz eigene Sichtweise auf den Konsum und wie Digitalisierung auf den Konsum wirkt oder wirken sollte. Ich freue mich auf Ihren Impuls. Genau. Hallo, können Sie mich hören? Ja, sehr gut. Schön, ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, hier zu sein. Danke auch für die anderen Beiträge. Ich fand das, für mich war es sehr spannend. Ich habe einiges gelernt und bin auch gespannt dann auf die Diskussion. Als erstes möchte ich trotzdem jetzt erstmal eine Frage ins Publikum stellen. Und zwar möchte ich Sie bitten, alle mal aufzustehen. Okay, und dann möchte ich jetzt alle bitten, sich wieder hinzusetzen, die schon mal etwas über Vermondo gekauft haben. Bitte ehrlich sein. Okay, es gibt sogar welche. Dann diejenigen, die vielleicht schon mal Tchibo Share benutzt haben. Okay, das ist jetzt auch eine sehr junge, neue Plattform. Wer hat denn schon mal nebenan.de benutzt? Okay, und wer hat schon mal was über eBay gekauft? Wer hat schon mal was über Amazon gekauft?
Und es ist erstaunlich, dass immer zwei Leute stehen bleiben. Aber es leeren sich dann schnell die Ränge. Ich muss sagen, diese Frage habe ich mir abgeguckt bei Johanna Kühner vom Send-Netzwerk. Ich finde die total gut als Start für so eine Diskussion oder, wenn man will, Vortrag, Diskussion. Also, ich komme von Vermondo. Wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, wir wollen eine Alternative zu Amazon schaffen und mittelfristig Amazon dann vom Markt verdrängen. Weil wir der Meinung sind, dass das gesamte Modell, was hinter Amazon steht, nicht funktioniert und nicht vereinbar ist mit einem Planeten, auf dem wir in Zukunft auch noch leben wollen. Und Amazon ist da natürlich absolut nicht das einzige Unternehmen, das idealerweise durch ein besseres ersetzt werden sollte oder einfach auch umstrukturiert werden sollte. Nur ist es halt ein sehr praktisches Beispiel, weil die ja schon wirklich viel konsequent nicht so machen, wie manche sich das wünschen würden oder nicht im Sinne der Gesellschaft. Ich möchte trotzdem jetzt zu Anfang nochmal auf den Morgen oder den Mittag zurückkommen. Ich bin leider ein bisschen verspätet, der ist angekommen und war bei der Datendiskussion, wo ich fand, schon mal sehr wichtige, gravierende Themen angesprochen worden. Was passiert mit unseren Daten? Wie viele Daten werden eigentlich mittlerweile gesammelt? Was ist die Zukunft, wenn immer mehr Algorithmen die Macht übernehmen, wenn man so möchte? Und das würde ich jetzt gerne nochmal auf die Frage des Konsums spezifisch anwenden und einfach mal so generell fragen, anschauen, was sind jetzt aktuell die ganz großen technischen Entwicklungen, die gerade so passieren. Das geht in Richtung Internet of Things, haben wir schon gehört, immer mehr Produkte kriegen Chips eingebaut. Das geht in Richtung künstliche Intelligenz, selbstlernende Software. Dann gibt es Themen wie virtuelle Realität, auch da wird es immer ausgereifter, ausgefeilter und anwenderfreundlicher. Und nicht zuletzt hat Google gerade zumindest behauptet, sie hätten den ersten Quantencomputer zum Laufen gekriegt, der einfach mal in völlig anderen Größenordnungen Prozesse berechnen kann und sowas wie künstliche Intelligenz in ganz neue Dimensionen stoßen kann. Das ist die Realität, in der wir uns gerade befinden. Die das vielleicht am besten verstanden haben, sind die Schülerinnen und Schüler, die gerade auf die Straße gehen, um zu sagen, hey Leute, da stimmt was grundsätzlich nicht und wir müssen mal wirklich ernsthaft drüber nachdenken, wie wir eigentlich unsere Gesellschaft gestalten und unsere Politik. Das sind für mich gerade diejenigen, die da am konkretesten sind. Nur wenn wir jetzt uns anschauen, okay, wir haben diese ganzen Prozesse, was heißt das? Es werden immer mehr Daten gesammelt, es werden ja jetzt schon viele Daten gesammelt und was heißt das für unseren Konsum? Ich bin über Vermondo in diesen Bereich E-Commerce gerutscht, der auch eine immer größere Rolle im Handel und auch im Konsum spielt. Da kann man sagen, dass es eigentlich der absolute Standard ist, dass zumindest größere Plattformen regelmäßig AB-Testing machen, also verschiedene Interfaces und User Experiences miteinander vergleichen und schauen, wann klickt man mehr und vor allen Dingen, wann kauft man mehr. Das ist so ein ganz klassischer Weg, der schon ganz lange betrieben wird. Die Algorithmen machen jetzt noch ein kleines bisschen mehr. Die analysieren unser Konsumverhalten ziemlich genau, bekommen immer mehr Daten eingespeist und können es immer besser auswerten. Und praktischerweise ermöglichen halt so Dinge wie Smartphones und weitere schöne Instrumente, Tools, die wir haben, dass wir mehr Zeit mit Digitalem verbringen, sodass man uns auch mehr digitalen Content vorsetzen kann. Diesen digitalen Content können diese datengestützten und datengefütterten Algorithmen dafür verwenden, Anreize und Impulse zu setzen. Genauso wie es in der klassischen Werbung ja schon immer läuft. Unsere Konsumgesellschaften sind meiner Ansicht nach nicht völlig zufällig entstanden, sondern wurden systematisch über gezielt gesetzte Anreize geschaffen im Sinne von Erziehung und Bildung und Training. Wurden wir zu einem bestimmten Konsumverhalten erzogen. Und das, was mir gerade wirklich Sorgen macht, ist, dass eben diese Form von Erziehung ein völlig anderes Ausmaß annehmen kann, auf Basis der Daten, die mittlerweile erhoben werden können und auf Basis der
Instrumente, die zur Verfügung stehen, um sie auszuwerten und uns dann wiederum Erfahrungen, Bilder, Stories vorzusetzen. Das wollte ich nochmal so kurz als kleine einleitende Negativ-Story hinsetzen. Meiner Ansicht nach stehen wir gerade in einer extrem dringlichen Situation, wo wir wirklich schnell handeln müssen, um den Spieß umzudrehen und dafür zu sorgen, dass Digitalisierung im Sinne der Menschheit wirkt und nicht, dass Digitalisierung die Menschheit umprogrammiert und unseren Konsum in ein Maß steigert, das mit unserem Planeten noch weniger vereinbar ist, als es jetzt schon ist. Bin ich natürlich auch gespannt auf die Diskussion dann mit den Vorrednern. Leider keine Vorrednerinnen, aber vielleicht aus dem Publikum gab es ja schon mal sehr, fand ich, spannende Beiträge von allen möglichen von Menschen. Also ich finde zum Beispiel, dass CSR und die Menschen, die wirklich in große Unternehmen reingehen und schauen, was kann man da konkret besser machen, total wertvoll ist. Ich glaube, das, was man da lernt, das, was da an Prozessen entwickelt wird, kann ein Teil der Zukunft sein. Ich glaube nicht, dass es funktioniert und wir darüber unseren Planeten retten oder unsere Zukunft in den Griff kriegen, aber ich glaube, dass es ein wichtiger Beitrag ist. Genauso wie ich glaube, dass Fairtrade ein wichtiger Beitrag ist und es genial ist, dass es schon lange Organisationen gibt, die sich darum kümmern. Nur ich muss sagen, ich finde es andererseits erbärmlich, dass es sowas wie Fairtrade gibt und dass die nicht mal also es war ja fast 0,1% von der Baumwolle, die jetzt hier Fairtrade zertifiziert war. Fairtrade bedeutet einfach, der Standard und der allergrößte Teil unserer Wirtschaft ist unfair. Punkt. Und dann gibt es halt so einen kleinen gelabelten Rahmen von fair gehandelten Produkten. Das ist für mich die Ausgangssituation und jetzt müssen wir halt schauen, okay, wie kommen wir da weg? Und ich bin der Meinung, wir müssen da wirklich groß denken. Wir müssen jetzt gucken, okay, wie kriegen wir das in den Griff? Und ich glaube, wir müssen da auf verschiedenen Ebenen ansetzen und worüber ich jetzt noch ein paar Minuten rede, ist die Idee, Alternativen zu schaffen, die wirklich konsequent sind. Wir machen das jetzt im Bereich Online-Plattformen, da bewege ich mich auch relativ lange jetzt schon und da gibt es mittlerweile auch so eine Art Bewegung, die nennt sich Platform-Cooperativism oder Plattform-Genossenschaften. Irgendwer davon schon mal gehört? Okay, ist jetzt noch nicht so eine Riesenbewegung, die die ganze Menschheit mitgerissen hat, aber immerhin gibt es das. Und wir sind da am Experimentieren mit Vermondo seit 2012, haben ziemlich viele Aufs und Abs durchgemacht, haben ziemlich viel gemerkt, was nicht so gut funktioniert, sind auf jeden Fall immer noch dabei, im Startup-Modus rumzuexperimentieren. Wir haben 2200 Mitglieder in unserer Genossenschaft, hatten einige Erfolgsstories, erfolgreiche Crowdfunding-Kampagnen und so weiter, aber haben uns auch ziemlich viele Schwierigkeiten schon dadurch aufgeladen, dass wir eine eigene Marktplatzsoftware entwickelt haben, Open-Source-Lösung, und einfach an verschiedenen Ecken Dinge gut machen wollten, was gar nicht so einfach war. Trotzdem glaube ich, wir brauchen solche Modelle und wir müssen uns zusammentun, damit solche Modelle wirklich erfolgreich werden. Es gibt eine ganze Reihe mittlerweile, hier in Berlin zum Beispiel gründet sich gerade ein genossenschaftlicher Supermarkt. Es gibt Genossenschaften, gibt es ja sowieso schon lange, als ein Instrument Unternehmen sinnvoll zu gestalten oder sinnvoller. Meiner Ansicht nach reicht es nicht einfach nur eine Genossenschaft zu gründen oder eine genossenschaftliche Rechtsform zu nehmen, sondern man muss dann auch diese Genossenschaft noch so ausgestalten, dass sie wirklich im Sinne der Gesellschaft arbeitet. Aber ich glaube, also wenn ihr Chibo nachhaltig gestalten wollt, glaube ich, der Weg, um das wirklich zu erreichen, dass es mit der Zukunft vereinbar ist, müsste Chibo zu einer Genossenschaft werden, die genauso den kleinen Produzenten und Bauern gehört wie und Bäuerinnen, wie auch den Konsumentinnen. Das ist meine persönliche Sicht natürlich nur der Dinge. Und ich glaube, da müssen wir halt hinsteuern. Und wie kommen wir jetzt dahin? Ich glaube, wir müssen einzelne Projekte wirklich erfolgreich machen. Wir machen das mit Vermondo, dann gibt es aber auch Airbnb, die bauen eine Alternative zu Airbnb, wird jetzt gelauncht demnächst. Es gibt Resonate.it, die bauen eine Alternative zu Spotify. Also es gibt diverse Projekte, die aber alle eigentlich gemeinsam haben, dass sie nicht so richtig vom Fleck kommen, dass sie nicht genug Ressourcen haben, um eine wirklich überzeugende Technologie liefern zu können und entsprechend auch ein gutes Produkt, eine gute
User Experience, also eine gute Nutzererfahrung, Nutzung dieser Plattform wirklich bieten zu können. Das haben wir mit Vermondo auch erlebt. Ich kann jetzt nur zu Vermondo sagen, wir haben gemerkt, weil uns ein Mitglied unserer Genossenschaft den eigenen Buchhandel übergeben hat, dass wir mit dem Buchhandel immerhin jetzt ein Geschäftsmodell haben, was funktioniert, was stabil ist und was wir technisch auch im Griff haben. Und darum werden wir jetzt versuchen, mit auch lokalen Buchhändlerinnen und Buchhändlern zusammenzuarbeiten, um da Kampagnen zu machen und das auszubauen. Wobei ich es da sehr spannend fand, diese Berechnung, die ich bisher noch nicht kannte, die ihr da gemacht habt, die Analyse, wie groß eigentlich der Fußabdruck des lokalen Handels ist, das muss man sich natürlich auch anschauen. Am besten kauft man eben auch bei der Buchhändlerin oder dem Buchhändler direkt um die Ecke, wo man zu Fuß hingehen kann oder mit dem Fahrrad. Das sind so Dinge, wo ich echt das sehr gut finde, dass da eben auch solche Forschung gemacht wird. Trotzdem nochmal zum Thema Lösung. Wie kriegen wir unseren Konsum in den Griff? Ich glaube, aktuell liegt unser Konsum und die Steuerung unseres Konsumverhaltens in den Händen von Konzernen, die so groß und mächtig sind, die so viel Einfluss auch auf die politische Regulierung haben, dass für mich unter der aktuellen Konstellation eine nachhaltige Zukunft völlig unplausibel ist. Einfach weil es in meinen Augen eine Illusion ist, dass die Konsumentinnen und Konsumenten ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen. Das ist, finde ich, auch eine völlig unzumutbare Übergabe der Entscheidungslast auf Konsumentinnen, auf Einzelpersonen, wo in einer Welt, wo, wenn man die Produktionskette auch nur eines Bleistifts nachvollziehen möchte, man eigentlich eine Doktorarbeit darüber schreiben könnte. Das ist einfach sehr komplex und jedes Produkt muss dann noch transportiert werden und plötzlich kommt Verpackung dazu und sehr, sehr viele Aspekte einfach, die man nicht so einfach mal berücksichtigen kann. Es ist total schwer, sich da ein klares Bild zu machen. Und auch so ein Label, können wir dann auch vielleicht nochmal drüber diskutieren, ist eine gute Sache, aber auch nicht die perfekte Lösung, um die Konsumentinnen plötzlich zu ermächtigen, aus meiner Sicht. Ich glaube, wir brauchen Unternehmen, die von Anfang an darauf ausgerichtet sind, im Sinne der Gesellschaft zu arbeiten und nachhaltig zu arbeiten. Und ich glaube, das muss man in der Struktur dieser Unternehmen tief verankern. Da muss man ans Eigentum ran, da muss man die Anreize, die im Unternehmen sind, so setzen, dass von Anfang an es nicht mehr darum geht, den Umsatz zu steigern, damit am Ende die Aussicht auf zukünftige Profite sich vergrößert und dadurch der Shareholder Value wächst oder ich mein Unternehmen oder mein Startup besser verkaufen kann, weil ich so und so viele Nutzer habe. Und dann Daten mittlerweile die Grundlage des Geschäftsmodells vieler speziell Online-Unternehmen sind, müssen wir, weil Daten eben auch ein Instrument sind, mit dem man uns beeinflussen kann, müssen wir die Unternehmen, die mit Daten arbeiten, auch so weit in den Griff kriegen, beziehungsweise umstrukturieren, dass sie keinen eingebauten Anreiz haben, diese Daten gegen uns zu verwenden. Das ist mein Plädoyer. Mit Vermondo sind wir dabei, seit 7 Jahren mittlerweile an Alternativen zu basteln. Es gibt andere, die basteln auch daran. Vielleicht einfach mal googeln, Platform Cooperativism oder platform.coop ist zum Beispiel eine Übersichtsseite dazu. Das ist ein Weg, von dem ich glaube, dass er funktionieren kann, wenn wir es schaffen, den auf eine Größenordnung zu bekommen, dass die Menschen davon mitbekommen und dass solche Plattformen dann wirklich auch signifikante Marktanteile erobern können. So viel erstmal von meinem Beitrag. Danke. Das ist eigentlich schon fast ein Schlussplädoyer für die Kaffeepause, aber noch ganz so weit ist es nicht. Ich würde alle Vorredner bitte auch mit auf die Bühne bitten. Genau, was mir aufgefallen ist in den Diskussionen oder auch in den kritischen Anmerkungen, wir haben ja hier alles Menschen oder Organisationen sitzen, die eigentlich sehr stark im Sinne der Nachhaltigkeit schon agieren. Und trotzdem kommen genau an diese Organisationen dann die kritischen Fragen, ob auch wirklich alles mitbedacht wurde,
ob nicht, wenn dann ein nachhaltiges Geschäftsmodell entwickelt wurde, das dann ja auch wachsen muss, um zu überleben muss, ob das dann nicht auch kritisch ist, weil man dann wieder den Wachstumsgedanken mit dabei hat. Das heißt, eigentlich müssten wir uns für die nächste Jahrestagung mal mit auf die Fahnen schreiben, auch die nicht nachhaltigen Unternehmen noch stärker mit einzuladen. Ich möchte gerne Sie, Herr Benke, noch fragen. Sie haben gesagt, Sie nutzen die Möglichkeit der Digitalisierung stark, um die Informationen miteinander zu verknüpfen, was im Wesentlichen im Moment noch in der Lieferkette stattfindet, aber auch die Möglichkeit bietet, den Konsumenten andere oder zusätzliche Informationen bereitzustellen. Und auch von Schibo-Seite, glaube ich, Sie sagten das ähnlich, dass es neue Möglichkeiten gibt, bis hin zu sich virtuell beim Pharma anzuschauen, was denn dort passiert. Ich frage mich, hat denn schon mal jemand untersucht oder auch Sie, die diese Ideen haben, will der Kunde denn überhaupt noch mehr Informationen und ändert er sein Verhalten dadurch? Sie arbeiten mit dem Fairtrade-Siegel, das heißt, das ist bekannt und das erkennt man, wenn man es dann findet in der Masse der vielen nicht Fairtrade-zertifizierten Produkte. Aber das ist so ein bisschen ja, meine wirklich Frage, die ich dahinter stehen habe, ändert das mehr an Informationen in der Kette dann tatsächlich das Verhalten der Konsumenten oder wie kann man das dann auch verändern? Ja, das ist sicherlich eine spannende Frage. Das ist mehr an Informationen. Also ich glaube, es ist sehr, sehr wertvoll für einen Konsumenten auch, wenn man gewisse Vereinfachungen hat, wie jetzt ein Label, wo ich halt dann darauf vertrauen kann, dass dann bestimmte Bedingungen eingehalten sind und ich mir das nicht im Einzelnen zusammensuchen muss. Das ist sicherlich eine Überforderung des Konsumenten, also für einzelne Produkte, wo es mich vielleicht interessiert, kann ich das mal machen, aber dass, wenn ich da immer die Anforderung habe, dass ich mir sozusagen aus dem Wust dann Informationen das selber zusammensuchen muss, glaube ich, überfordert das den Konsumenten schnell. Andererseits finde ich es als Konsument auch schon motivierend oder bestätigend in meinen Konsumentscheidungen, wenn ich es will, also nicht, dass ich es muss, aber wenn ich es will, dass ich mehr erfahren möchte darüber, dass ich dann tatsächlich da auch ins Detail gehen kann und diese Informationen bekommen kann und da nicht dann sozusagen auf mehr oder weniger gute Zusicherungen oder mit vielen offenen Fragen stehen bleibe, sondern halt durchaus weiter in die Tiefe gehen kann. Das heißt, auf Nachfrage ist es gut, die Informationen zu haben, aber richtig was bewegen erstmal ist vielleicht noch nicht direkt damit erreicht. Ich würde gerne Herrn Richard Sie fragen. Sie haben ja im Vorgespräch gesagt, dass Sie auch die Informationen, die Sie erheben, da geht Ihnen wahrscheinlich das Messer in der Tasche wieder auf, aber dazu nutzen könnten, ja die Kunden auch anzustupsen, Nudging Neudeutsch, in Richtung ihnen dann mehr nachhaltige Alternativen auch anzubieten. Also während man heute hört, das Buch hast du gelesen, dann könnte dich das auch interessieren. Du hast da schon mal ein Ökotex 100 T-Shirt gekauft, dann könnte dich vielleicht dieses andere nachhaltige Produkt auch interessieren. Ich frage mich, müsste man nicht eigentlich die bisher noch nicht nachhaltig einkaufenden Kunden denen diese Informationen bereitstellen und die auch nudgen und denen mal die ökologische Alternative anbieten und machen Sie das auch schon oder würden Sie das auch machen? Also auch wie nutzen Sie dort diese Daten, um vielleicht auch tatsächlich in Richtung nachhaltigen Konsum aktiv Kunden zu bewegen, ohne dass sie sich alles selber überlegen und informieren müssen, sondern durch die Empfehlungen, die sie sowieso gewohnt sind, über andere Plattformen vielleicht dann auch automatisch in so eine ökologischere Richtung bewegt werden. Ja, super spannende Fragestellung. Ich glaube, was man in diesem Kontext auf jeden Fall einmal beachten muss, wir befinden uns in diesem Raum ja in einer ziemlich großen Nachhaltigkeitsblase. Ja, ein Großteil
der Konsumenten, die durch Edeka und Rewe laufen, die bleiben ungefähr 10 Sekunden vor dem Regal stehen und haben Zeit, sich zu informieren. Und es geht uns gar nicht um eine aktive Steuerung basierend auf Kundendaten, sondern eher präsentiere ich jetzt im ersten Schritt eher die nachhaltige Alternative versus das klassische Paket Kaffee. Wir nutzen das, wir werden das auch versteckt ausbauen und wir haben natürlich auch Möglichkeiten als Tchibo, insbesondere weil wir auch viel stationär Geschäft haben und auch relativ stark nah dran sind an jedem, also im Umkreis von 5 Kilometern gibt es überall Tchibo. Ja, also Sie können jetzt in den nächsten Edeka gehen und in den nächsten Rewe und sich eine Tasse Kaffee abholen. Wir können natürlich auch über solche Mechanismen Anreize schaffen, eher zu dem nachhaltigen Produkt zu greifen, als jetzt zu einem nicht nachhaltigen Produkt. Ja, also ich kann in der Filiale sagen, okay, schau doch mal, wir haben hier eine nachhaltige Kollektion und wir sind gerade dabei, das komplette Sortiment so umzugestalten, dass es Richtung 100% nachhaltigen Inputmaterialien geht und fairer Produktion. Das heißt, langfristig wollen wir sowieso nur nachhaltige Güter anbieten, aber können natürlich mit verschiedenen Mitteln auch steuern. Was wir nicht machen, ist die aktive Kundensteuerung, so wie ich das vorhin formuliert habe, basierend auf historischen Daten. Das machen wir noch nicht. Danke dafür, Herr Wied. Mich beschäftigt tatsächlich auch die Frage Nische oder Massenmarkt oder wie bekommen wir Plattformen in Richtung Massenmarktverhaltensänderungen hin. Wir haben selber die Plattform EcoTop 10 geschaffen seitens Öko-Institut und auch dort tatsächlich immer wieder Schwierigkeiten, so viele Kunden zu erreichen, dass diese Plattform sich selber trägt. Sie trägt sich nicht mehr. Dauerförderung gibt es auch nicht. Das heißt, einerseits bedienen Sie, ist meine Frage, mit Vermondo nicht eigentlich auch nur diejenigen Kunden, die schon ökologisch orientiert sind, also auch leider wieder eine Nische, vielleicht in einer ähnlichen Größenordnung wie Fairtrade. Und umgekehrt, was würden Sie denn tun, wenn Sie morgen die Stelle als Amazon-Chefstratege angeboten bekämen und die Möglichkeit hätten, Amazon etwas nachhaltiger zu gestalten? Ja, also bei Vermondo definitiv, wir haben eine kleine Community, die uns sehr treu ist und uns am Leben hält, muss man mal so sagen. Die kaufen allerdings hauptsächlich Bücher und sind auch nicht unbedingt alle stark ökologisch ausgerichtet, sondern manche auch eher im Sinne von Transformation des Wirtschaftssystems, vielleicht auch ein bisschen politischer orientiert. Also es ist eine Bandbreite von Leuten. Wir haben auch einfach Mitglieder und Nutzerinnen, die einfach sagen, sie wollen, dass Amazon geht. Und darum unterstützen sie uns, auch wenn wir bisher Amazon noch nicht viel Probleme bereitet haben. Amazon hat es ja immerhin geschafft, mittlerweile das teuerste Unternehmen der Welt zu sein und zumindest kurzzeitig das gewesen zu sein. Ich weiß nicht, was jetzt der aktuelle Stand ist. Auf jeden Fall ist es groß und mächtig und wenn ich da Chefstratege wäre, beziehungsweise ich würde mich jetzt erstmal wirklich nochmal überlegen, inwiefern ich bereit wäre, diesen Posten anzunehmen, der wäre eventuell medienwirksam, wenn man dann irgendeine radikale Harakiri-Aktion macht, aber ansonsten kann ja auch der Chefstratege bei Amazon nicht mal kurz die Eigentumsverhältnisse ändern. Und die Unternehmenspolitik selbst ist in meinen Augen eine sich stetig wandelnde Geschichte. Da kann man dann vielleicht mal kurz ein bisschen nett bessere Politik machen. Amazon hat ja auch eine Biokette mal gekauft. Das ist dann auch ganz schön. Man könnte jetzt Nachhaltigkeitsampeln bei Amazon einführen und die Produkte beurteilen. Oder was ich gerne sehen würde, ist eine Produktlebenspreis, also wie viel kostet ein Produkt eigentlich wirklich, also wenn man sich anschaut, wie lange es dann benutzbar ist und so weiter. Und solche Dinge, da könnte man ein bisschen was machen. Ich glaube da halt nicht dran. Ich glaube wirklich, wir müssen Amazon komplett verändern oder loswerden. Und das ist jetzt nicht die Marke Amazon, die ich fertig machen will, sondern einfach diesen Typ von Unternehmen, die von ihrer Struktur her gezwungen sind, uns immer mehr zu verkaufen. Und was sie uns dann verkaufen, ist völlig egal. Das ist Amazon auch egal, ob sie uns jetzt Webservices verkaufen oder Bücher. Also behaupte ich jetzt einfach mal. Was entscheidend ist, ist, dass es wächst.
und dass es eine Wachstumsaussicht gibt. Und da glaube ich, ja, da lässt sich einfach auf der Strategieseite wenig dran machen. Also wir reden im Moment gerade doch nicht mehr über unseren Individualkonsum, sondern über das Wirtschaftssystem. Genau, Cotto, du hast hier von drei Initiativen gehört, bei denen ich denke, dass deren Ziel unabhängig von der Digitalisierung, sage ich mal, wahrscheinlich so oder so in Richtung Nachhaltigkeit gehen würde oder gehen wollte und die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen, um vielleicht manche Dinge sich zu vereinfachen auf dem Weg dahin. Du beschäftigst dich relativ viel mit Transformationsforschung und wir haben so ein schönes Puzzle mal aufgemalt, dass für gesellschaftliche Transformation ganz viele Ansätze wichtig sind. Innovationen sind ein Ansatz davon und so fasse ich diese Initiativen auch auf, dass es Nachhaltigkeitsinnovationen sind. Die sind wichtig, um gesellschaftliche Veränderungen anzustoßen, reichen aber nicht, wie wir ja auch gerade gehört haben. Das heißt, man braucht eigentlich andere Rahmenbedingungen, Forschung, was auch immer dort alles in unserer Nachhaltigkeitsmatrix noch auch eine Rolle spielt. Wo siehst du denn von dem, was du heute hier gehört hast, ja, den größten Ansatzpunkt oder Hebel oder auch Veränderungsbedarf? Vielleicht ist es auch das Wirtschaftssystem, aber vielleicht gibt es aus deiner Sicht noch andere Punkte, um unseren Konsum in Richtung Nachhaltigkeit zu bewegen. Ja, ich glaube, man muss einige der Probleme, mit denen wir es zu tun haben, die haben ja auch schon früher bestanden. Die werden jetzt vielleicht noch ein bisschen zugespitzt durch die Digitalisierung, zeitlich verschärft. Gleichwohl haben wir ja aber auf der anderen Seite auch gesehen, dass bestimmte Visionen, wie sozusagen transparente Lieferketten, eigentlich durch die Digitalisierung erst sehr viel effektiver und effizienter realisiert werden können. Aber ich glaube, man darf sozusagen das Feld nicht nur sozusagen diesen Innovateuren überlassen, sondern man muss gleichzeitig eben auch mit den politischen Rahmenbedingungen, mit den politischen Instrumenten nachziehen. Und Information ist das eine, das setzt von Mindeststandards ist das andere. Und solange sozusagen nicht mit den Mindeststandards, wenn die nicht angehoben werden, werden solche sehr sinnvollen Initiativen immer so ein bisschen in der Nische bleiben. Das heißt, den klassischen Instrumentenmix nicht vergessen, aber auch weiterentwickeln mit Blick auf neue Problemlagen, die wir jetzt eben sehen, also wie Haftung für Algorithmen. Oder auch Nachweispflicht, wie werden eigentlich Algorithmen gestrickt, wenn ich Suchanfragen mache, nach welchen Entscheidungsmustern läuft es, wann, ab welcher Stelle kommt denn dann eigentlich mal ein Fairtrade-Produkt bei einer Produktanfrage, ab wann kommt denn eigentlich mal ein Produkt mit einem Umweltzeichen Blauer Engel. Also man könnte auch auf die Idee kommen, dass in den ersten 10 Suchanfragen, zumindest auf Platz 8 und 9, dann auch ein Fairtrade oder ein Blauer Engel gelabeltes Produkt auftauchen muss. Also möglich wäre da einiges. Dann Deutschland ist ja bekannt für ein Land mit einem starken Maschinenbau und man hat ja vor 10 Jahren dann auch erkannt, naja, ob das noch weiterhin so ist mit der Digitalisierung. Wir brauchen da Industrie 4.0, da ist ja auch massiv Fördermittel eingeflossen. Ich glaube, man könnte genauso auch auf die Idee kommen, Fördermittel für diese digitalen Initiativen schaffen, die eben diese kritische Masse sich schwer tun, über so eine kritische Masse hinauszukommen und sozusagen auch eine Förderung zu überlegen, dass solche Initiativen mehr in den Mainstream kommen, die jetzt eben noch in einem Bereich sind, der noch nicht diese Menge erreicht. Und letzter Punkt ist natürlich auch Stichpunkt Divestment, klar aus nicht nachhaltigen Strukturen rauszugehen und auch öffentliche Mittel daraus zu nehmen, in die eine Seite, aber auch sozusagen das Wohl und Weh des nachhaltigen Konsums nicht nur dem individuellen Verbraucher anzulasten, sondern man darf nicht vergessen, 15-20% der Ausgaben, der Staat ist ja selber auch ein Riesenverbraucher und da könnte er auch sozusagen mit seinem Verhalten nachhaltigen Konsum sehr stark mitziehen. Also es gibt da verschiedene, also es gibt kein Allheilmittel, aber es gibt durchaus ein
Instrumentenmix, den man analog wie in der digitalen Welt einsetzen kann, um in Richtung nachhaltiger Konsum zu kommen. Und man muss es eben auch politisch wollen. Stichwort Mindestanforderungen. Das finde ich ganz interessant, weil wir haben ja die Anforderungen zum Beispiel an Labelstandards, also Blauer Engel oder Fair Trade, aber das sind ja selbstgesetzte Anforderungen. Das heißt, eigentlich müssten solche Mindestanforderungen ja auch für ganz normale Unternehmen gelten, damit auch bei denen sich was ändern. Wir haben das miterlebt bei dem Dodd-Frank Act in den USA, dass auf einmal durch Anforderungen an die Transparenz in der Lieferkette tatsächlich Bewegung auch in den ganz allgemeinen Markt gekommen ist und nicht nur an zertifizierte Produkte. Das heißt, wenn man in die Richtung tatsächlich auch denken könnte und nicht nur in Richtung wieder ökologische Nischenmärkte, die Mindestanforderungen haben, die sie dann auch noch, um glaubwürdig zu sein, nachweisen müssen und noch kritisch beäugt werden. Das würde ich auch sehr stark stützen. Ich hätte gerne noch eine Frage an die drei unternehmerischen Impulsgeber. Ich hatte den Eindruck, dass sie alle jetzt versuchen, weil es noch nicht anders geht, auch eigene Datensammelsysteme, Informationssysteme aufzubauen. Das heißt, es gibt jetzt einen Datenpool bei Tchibo, es gibt einen Datenpool bei Vermondo, es gibt einen Datenpool bei Fairtrade. Und ich fand das heute Morgen ganz spannend, der Impuls aus dem Slot, dass es sogenannte Data Trust Modelle gibt, also wo gemeinsam Daten gesammelt werden, die dann auch für die verschiedenen Zwecke wieder zur Verfügung gestellt werden, wo ich auch letztlich eine Rolle des Staates sehe, sowas mindestens mit Forschungsgeldern oder mit Vertrauensinstanzen zu unterstützen. Sie nicken jetzt alle schon. Ist das was, was Ihnen tatsächlich auch die Arbeit erheblich erleichtern würde oder wo Sie sagen, eigentlich brauche ich das tatsächlich, dass diese Daten nicht jetzt von jedem Einzelnen, ich glaube, Herr Wied, Sie sagten das auch sehr aufwendig, erstmal die Software installiert werden muss und so weiter und so fort, dass man das tatsächlich zentral auch bereitstellen kann. Soll ich anfangen? Die Antwort ist ja. Wir würden es sehr befürworten, wenn wir die Daten in der Lieferkette nur einmal erheben würden. Ich meine, das ist ja auch ein Riesenaufwand für alle Parteien in der Lieferkette. Wenn ich jetzt anfangen würde, jede Fabrik und jeden einzelnen Vorproduzenten, jeden einzelnen Farmer dreimal zu digitalisieren und in 5 verschiedenen Datenbanken zu tracken, wäre das reiner Irrsinn, ökologisch, effizienztechnisch für die Farmer und für die Parteien. Wir würden befürworten, dass die Art und Weise, wie kooperiert wird, wie Daten erfasst werden und wie Daten auch ausgetauscht werden, stärker in ein gemeinsames Trust-Modell in dem Fall, ich kenne das jetzt nicht gut genug. Und dafür sind die Partnerschaften zwischen Brands, externen NGOs, Zertifizierern halt so wichtig, weil wir alle Perspektiven auf diese Daten brauchen. Und da hilft natürlich externe Forschung und auch öffentliche Mittel immens. Ja, ich glaube auch, dass da ein großes Potenzial drin liegt. Es sind natürlich viele Fragen. Also zum einen hatten wir ja durch die Plattformökonomie auch die Machtfrage. Also wer betreibt so eine Plattform? Das ist natürlich die Frage. Staatliche Stellen werden dann da vielleicht eine Möglichkeit. Bei globalen Handelssystemen ist dann aber auch wieder die Frage, tut das jeder Staat für sich? Tun das mehrere Staaten zusammen? Diese Kontrollinstanzen, also wie wird diese Verfügung und Kontrolle über die Daten geregelt und kontrolliert, ist sicherlich was, was uns auch beschäftigt. Als System sind wir bei Fairtrade ja so aufgestellt, dass es ein demokratisch und partizipativ organisiertes System ist. Das heißt, die Produzentenorganisationen sind über ihre Verbände jeweils Eigentümer auch des Fairtrade-Systems und Mitbestimmer, also bleiben dadurch sozusagen auch im Besitz ihrer Daten und in der Kontrolle über ihre Daten. Da ist das natürlich ein Zwiespalt. Also man muss ja zum einen das sicherstellen, dass das weiterhin gewährleistet ist. Zum anderen sind natürlich die Belastungen durch parallel existierende Systeme, also wenn jede Lieferkette ihr eigenes System hat und jedes Zertifizierungssystem, nicht zu unterschätzen und die Vorteile, die in der Vernetzung und Kombination liegen würden, sind da durchaus erheblich, denke ich, ja. Ja, vielleicht noch kurz, also
Erstens, bei Vermondo versuchen wir schon, den Datendurchsatz zu minimieren. Wir tracken nicht persönlich oder personalisiert. Und wir haben auch keine Algorithmen, die irgendwelche Produkte empfehlen, sondern stattdessen haben wir so einfach Empfehlungen der Nutzerinnen untereinander. Also ich kann da persönlich proaktiv was empfehlen, wenn ich möchte. Und wenn jemand ein ähnliches Produkt oder eins dieser Produkte kauft, dann sieht er, was ich auch noch so empfohlen habe. Aber das mache ich auch freiwillig und da klicke ich dann, dass es öffentlich sein soll. Ja, ich bin großer Fan von dem Konzept, dass es verschlüsselte Datenaccounts gibt oder ja, Datensammelstellen, wenn man so möchte, die über die jede Nutzerin und jeder Nutzer dann wirklich auch selbst verfügen kann. Das ist, glaube ich, auch ein Anwendungsfall, wo Blockchain sinnvoll eingesetzt werden kann. Und da gibt es ja auch schon diverse Sachen in der Entwicklung und im Test. Das würden wir auf jeden Fall sehr, sehr gerne dann auch mitnutzen. Und was da ein Potenzial noch drin steckt, ist eben auch nochmal ein Alleinstellungsmerkmal für konsequent alternative Projekte, die eben nicht mit Daten handeln. Wenn wir die Daten wirklich vollständig bei den Nutzerinnen und Nutzern lassen, dann wird das immer uninteressanter für eben die bisherigen Geschäftsmodelle der großen Plattformen. Und dann können die Nutzerinnen und Nutzer, die sich danach orientieren zumindest, erst einen Anreiz finden, sich vielleicht für die andere Plattform oder für eine alternative Plattform zu entscheiden. Da sehe ich schon auch eine Möglichkeit und eine Strategie drin. Super Sache. Sehr spannende, ergänzende Aspekte. Bevor ich Sie in die Kaffeepause entlasse, gibt es von Ihrer Seite aus noch ganz spannende Fragen, die sich jetzt aus der gemeinsamen Diskussion ergeben haben. Dann, genau, ist unser Mikrofon unterwegs. Ich werde es auch ganz kurz machen. Es wurde jetzt hier an vielen Stellen schon mal drüber gesprochen, dass man da dem Nutzer vielleicht auch nicht allein lassen soll mit den ganzen vielen Informationen und er muss dann wieder die Entscheidung treffen, hat wieder die Verantwortung. Ich weiß nicht, vor 2 oder 3 Jahren wurde in Frankreich ein Gesetz verabschiedet, dass Unternehmen, französische Unternehmen, dafür haftbar macht, was bei ihren Subunternehmen passiert im Produktionsprozess und zwar nach französischem Recht. Das gilt leider nur für ausgewählte Unternehmen ab einer wirklich großen Größe mit so und so vielen Mitarbeitern. Ich weiß auch gar nicht, wie es umgesetzt wurde. Ich habe es nicht weiter nachverfolgt. Ich weiß noch, damals war ich noch bei Brot für die Welt. Haben sich alle sehr gefreut, haben auch gleichzeitig gesagt, jetzt bitte in Deutschland, ist nichts passiert und mich würde es jetzt interessieren. Also eigentlich ist es ja schon scheiße, dass wir uns darüber freuen, weil es sollte ja selbstverständlich sein. Also es sollte ja einfach selbstverständlich sein, dass kein Blut an meinem Handy klebt. Aber selbst wenn ich ein Fairphone habe, klebt da immer noch ein kleines bisschen Blut dran, weil es fast nicht zu bekommen ist. Also auch was diese Suche bei Google angeht, es wäre dann auch schön zu sehen, zum Beispiel bei Produkt 8 und 9, in der Suchliste, es gibt keine faire Lösung. Es gibt kein faires Produkt dazu. Wie sehen Sie die Chancen, dass sich da politisch was ändert, was sich dringend ändern müsste, nämlich dass einfach die Voraussetzungen geschaffen werden, dass solche Produkte gar nicht mehr auf den Markt kommen? Cotto, bist du da am nächsten dran? Ja, ich denke, man muss es als Prozess sehen. Also ich bin da auch realistisch und glaube nicht, dass es in 2 Jahren geht. Aber ich glaube, wenn man sozusagen jetzt anfängt, ein System aufzulegen und das sozusagen, und das geht auch nicht mehr im nationalen Rahmen. Das zeigt ja auch, es war ja auch bei dieser Obsoleszenzgeschichte in Frankreich, wo man dann gesehen hat, angesichts dieses freien Warenverkehrs in der EU kann man so auf nationalstaatliche Regelung eigentlich sowas nicht mehr machen. Aber wenn man auf europäischer Ebene da diesen Willen hätte und ein System aufbauen würde, hielt ich das mittelfristig durchaus für erfolgsversprechend. Dankeschön.
Ich würde gerne den Punkt Konsum noch mal kurz adressieren mit dem Aspekt des Crowdfarmings. Also das geht in die Richtung, dass man ja auch neue Organisationsformen sich mal anschauen könnte, wenn es um nachhaltigen Konsum geht. Und Crowdfarming war jetzt irgendwie in den letzten Jahren aufgekommen, gerade mit Orangen, also Orangenplantagen, die sich dann über die Direktvermarktung auf einem relativ großen Markt dann begeben haben und wo dann die Wertschöpfung vor allen Dingen bei den Anbaubetrieben stattfand und weniger über Zwischenhändler und die Vermarktung dann im Markt direkt. Und da würde mich interessieren, ob Sie da Plattformen kennen, die Crowdfarming auch in Deutschland jetzt vielleicht auf einer höheren Ebene anbieten, dass nicht der einzelne Farmer das quasi über einen Direktvertrieb reinbringt, sondern dass man dann auch schaut, gibt es da Organisationsformen, die man zusammenlegen könnte und wo man auch Handelsplattformen schaffen kann, die dann diesen Direktvertrieb unterstützen. Also ich muss sagen, ich kann da nicht viel zu sagen, außer dass ich weiß, dass einige solidarische Landwirtschaftsbetriebe sich zusammentun, um Tools zu entwickeln. Mir ist keins bekannt, was bisher wirklich im größeren Stil läuft, aber ich habe da auch nicht die Übersicht. Es gibt immer mal vereinzelt sehr kleine Lösungen. Also es gibt zum Beispiel im Kaffeesektor, insbesondere in Hamburg, immer mal wieder genossenschaftlich orientierte oder Crowdfunding-basierte Kaffee-Einkaufskonzepte, wo vorher auch die Kunden schon sagen können, wie viel Kaffeemenge will ich im Jahr sourcen. Und alle daran partizipieren, aber es scheitert meistens an der Größe. Also diese Modelle dann so groß umzusetzen, dass sie für die Allgemeinheit funktioniert, daran scheitert es meistens. Ich möchte noch einen ganz anderen Aspekt aufwerfen kurz. Wir haben heute Morgen darüber geredet, dass es jede digitale Minute quasi auch Ressourcenverbrauch ist. Und jetzt sagt mir Chibo, irgendwann kannst du dir die Farm vor Ort digital angucken. Und die ganzen anderen Plattformen sagen auch, ich gebe dir noch mehr Informationen und du kannst noch mehr Zeit bei mir auf meiner Plattform verbringen und kannst dich noch besser informieren. Jetzt ist die Frage, gibt es da auch noch irgendwie ein Konzept dazu, dass man vielleicht die Zeit des Kunden dann auch ökonomisch damit umgeht und sagt, okay, das ist die Zeit, die ich möchte, die du auf meiner Plattform verbringst und ab da ist es dann, könnte man ja auch sagen, ab da ist es dann zu viel. Also gibt es da schon irgendwelche Konzepte? Also die Idee ist für mich neu, aber ich finde sie gut. Wir haben, glaube ich, noch nie über so eine Art Konzept nachgedacht. Ich gucke jetzt auch gerade mal zu meinem Kollegen. Spannende Idee, ja, haben wir nicht gemacht. Also was wir in der Planung haben, und das muss ich leider wirklich sagen, ist nur Planung, ist die sogenannte lokale Alternative. Ich glaube, für mich ist die Zukunft wirklich, dass wenn ich mal online nach einem Produkt recherchiere, dass ich möglichst schnell dahin gebracht werde, es mir entweder lokal zu kaufen oder halt irgendwie zu bestellen, wenn ich es wirklich dringend brauche. Aber dass ich diesen Prozess sehr schnell, komfortabel und ohne viel Aufwand hinter mich bringen kann. Insgesamt glaube ich, wir sollten unseren Konsum reduzieren und weniger Zeit mit Shoppen und Einkaufen und auch Konsumieren von irgendwelchen Produkten verbringen, sondern es gibt so viele Dinge, die man in seiner Freizeit tun kann, die erfüllender und nachhaltiger sind und auch nachhaltiger erfüllen und glücklich machen. Darum glaube ich, für mich ist dann immer wieder der Kernpunkt, okay, wie kriegt man die Akteure, wo ich dann halt hingehe und die aktuell um unsere Aufmerksamkeit buhlen und wo das ja ein richtiges Geschäft ist, wie viel Sekunden Zeit schaffe ich, die Kundinnen und Kunden auf meiner Seite zu halten. Wie kann man diese Akteure wirklich so umgestalten, dass sie diesen Trieb nicht mehr haben? Das wäre fast wieder ein gutes Schlusswort für die Kaffeepause. Schade, die schon ich wollte da gerade noch einhaken und auch eine Frage im stellen. Gange ist, aber ich glaube, Sie haben alle noch ganz viele Fragen, um auch die Zeit noch hier mit uns zu verbringen. Darf ich mal einmal die Hand heben, wer alles noch jetzt Fragen hat, dass wir das dann auch abschließen. Okay, also zwei Fragen würde ich dann gerne noch zulassen. Da hinten, das Mikro ist schon und hier vorne. Und dann würde ich Sie zu Ihrem wohlverdienten Kaffee auch entlassen. Herr Wichert.
Ach, ich bin auch einer der beiden, okay. Ich hatte mich gerade nur gefragt, wenn wir jetzt sagen, okay, wir wollen ab einem bestimmten Moment, dass der Kunde unsere Inhalte nicht mehr konsumiert, was ich im ersten Moment ganz charmant finde, ist gleichzeitig auch die Frage, wenn wir so Geschäftsmodelle wie Vermondo, Tchibo Online und Co. haben, wie viel Zeit muss er eigentlich verbringen, damit diese Geschäftsmodelle sich aber auch am Leben halten? Und da einen spannenden Mittelweg zu finden, der beide schafft, ist eigentlich ein ganz spannendes Gedankenkonstrukt. Naja, gibt es irgendeinen Grund, dieses Geschäftsmodell am Leben zu halten? Das ist für mich ein reiner Diener für die Gesellschaft. Und wenn die Gesellschaft es nicht braucht, dann kann es gerne untergehen. Okay, spannend. Aber das heißt, ihr wärt auch durchaus bereit zu sagen, wir verzichten auf Vermondo an der Stelle, wenn es diese Art von Konsum nicht mehr gibt. Ja, also Vermondo ist eine Genossenschaft, die gehört den Nutzerinnen und Nutzer. Wenn die Nutzerinnen und Nutzer möchten, dass Vermondo was anderes macht oder den Bedarf nicht mehr haben, dann gibt es niemanden, der jetzt irgendwie daran verdienen will, dass Vermondo weiter existiert. Okay, spannend. Okay, ich würde da hinten gerne die Frage noch zulassen. Ja, wir sind zwar beim Öko-Institut, aber Nachhaltigkeit hat ja auch eine ökonomische und soziale Komponente. Und was mich mal interessieren würde, wie die Meinung so im Plenum ist, wenn jetzt so ein Unternehmen wie Amazon einen Standardversand anbietet, was nachweislich nach mehreren Studien halt die ökologischere Variante ist, länger zu warten, um einen LKW vollzupacken, was zu liefern. Was hält so ein Unternehmen wie Amazon ab, aus dem Standardversand den Namen Ökoversand zu machen, das mal einmal kurz zu berechnen und dann halt eben zusätzlich zu der Standardkundschaft noch die ökologisch interessierte Kundschaft damit auch zu adressieren? Glauben Sie, dass das abschreckt? Also ich weiß das von Veltins, dass das Bier beispielsweise mal glutenfrei war, aber die haben es nicht draufgeschrieben, weil sie Angst hatten, dass der klassische Schalke-Fan dann kein Veltins mehr trinkt. Cotto, das ist doch eine Frage für dich, oder? Das würde ich gerne mal an die anderen Marktteilnehmer, die mit Amazon in Konkurrenz stehen, übergeben. Ja, also ich finde, du hast die Frage vorhin eigentlich schon ganz gut beantwortet. Es geht bei Amazon ja darum, immer mehr zu verkaufen. Und ich glaube, dieser schnelle Versand hat auch in den letzten Jahren einfach maßgeblich dazu beigetragen, dass Amazon extrem stark gewachsen ist. Man sieht aber gleichzeitig, und wir werden das auch anbieten, bei einzelnen Online-Händlern die Möglichkeit, zukünftig für den Kunden zu entscheiden, möchte er ein Paket lieber zwei Tage später bekommen, und darauf warten und dafür die ökologische Variante nehmen. Ich hätte da noch zwei Punkte zu. Zum einen war das ja, wenn wir da jetzt ein Öko-Label draufpacken, also dann bei einem Label stellt sich natürlich immer die Frage, was steht denn eigentlich dahinter? Und das wäre dann ja bei so einem Amazon-Öko-Versand natürlich auch eine Frage, der sich Amazon durchaus aussetzen müsste und die, wo sie ja vielleicht nicht wirklich dann einen starken Claim oder eine starke Absicherung dahinter hätten. Und die Frage ist natürlich auch, jetzt Amazon sich dieser Debatte gerne stellen möchte. Ne? Also hat Amazon überhaupt ein Interesse, dass das aus ökologischen Gründen oder Gesichtspunkten diskutiert wird? Ich glaube, da haben sie eher kein Interesse dran. Deswegen haben sie gar nicht das Interesse, diese Debatte halt überhaupt zu befeuern. Ja. Prima, dann habe ich hier vorne noch die letzte Frage. Es standen jetzt die vertikalen Ketten vor allen Dingen im Vordergrund, was wir dargestellt haben. Wenn wir uns mal umschauen, auch in uns in Deutschland, Landwirtschaft, vertikale Lieferketten haben wir ja auch. Die landwirtschaftlichen Märkte sind eigentlich dadurch geprägt. Und die Ergebnisse sehen wir im Norden sehr stark. Große Flächen, die mit einzelnen Produkten angesprochen werden, die im Grunde jetzt ökologisch gesehen von der Biodiversität und ähnlichen Dingen gerade kontraproduktiv arbeiten. Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir das, was uns Digitalisierung anbietet, zum Beispiel solche Ketten zu organisieren, immer nur eine Reaktion sein kann auf eine ursprünglich mal genuin eher horizontal angelegte Analyse bei den Urproduzenten, bei denen, die dies tun. Denn dort passieren ja die Ausgleichsvorgänge, dort passieren praktisch Kreisläufe und ähnliche Dinge, die ökonomisch, ökologisch sehr gewünscht wären.
machen wir aber das andere. Und das zeigt sich ja gerade, wir hatten mal in meinem Arbeitsbereich in Bolivien eine lange Zeit Betreuung dort drin, haben dann, von Amerikanern waren das allerdings Lieferketten, dazu geführt, dass die dörflichen Gemeinschaften auseinandergebrochen waren. Es gab dann Einzelne, die in den Verträgen sehr stark drin waren, aber sich nicht mehr verketten konnten mit denen, die für Schulbildung zuständig waren, für Infrastrukturen da waren. Das gab da plötzlich eine andere Kraft, die die Freiheit der Definition von horizontalen Bedürfnissen ganz stark eingeschränkt hat. Also nichts dagegen zu machen, aber zu sagen, wir können das dort machen mit diesen vertikalen, digital unterlegten Lieferketten, wo wir im Klaren sind, dass wir hier nicht in zu einer Störung des horizontalen Gleichgewichts der Marktakteure kommen. Das finde ich einen sehr guten Abschluss, nachdem wir eben schon die Tür geöffnet bekommen haben. Ich möchte Ihnen danken für die spannenden Impulsvorträge, die unterschiedlichen Sichtweisen auf das Thema, nicht nur Konsum, sondern auch die Lieferketten, auf Ihre Fragen, die auch noch mal uns, glaube ich, noch mal mehr zum Nachdenken gebracht haben. Was steckt hinter unserem Konsum, hinter unserem Konsumverhalten, hinter dem Produktionsverhalten? Und ja, für mich ist eigentlich die Erkenntnis, die nicht neu ist, aber nochmal wieder sich für mich verstärkt, Digitalisierung ist nicht die Lösung, sondern wir müssen auch bei der Digitalisierung sehr gut gucken, wie wir sie einsetzen, wann wir sie einsetzen, nicht überall einsetzen, das ist Ihr Punkt gerade noch, sondern auch gucken, was kommen dann auch wieder für Folgeentwicklungen durch die Digitalisierung, die wir vielleicht bisher noch, ja, unintendierte Nebeneffekte, heißt es immer so schön in unserem Forschungssprech, dass wir die auch nicht aus den Augen behalten. Vielen Dank für dieses spannende Slot und ich lade Sie ein, jetzt sich einen Kaffee zu holen und dort weiter zu diskutieren. Danke.